Und damit privet, privet am Dienstagabend zu Real Solar System. Das Space Race geht weiter und es ist dunkle, finstere Nacht über Baikonur. Aber wir sind heute mal eine halbe Stunde früher dran. Das heißt, hier ist es leider auch schon dunklere, finstere Nacht, weil es langsam wieder Winter wird. No pun intended. Und jetzt aber erstmal Hallo an alle, die schon da sind. Und zwar an den Baha, der an meinen Kommandos rummanipuliert. Das habe ich mir gemerkt. TJ, den Markus, den Mickey, den Talion Rock, den Buckles, den Neo, den Idel, den Pryos, Senfsoße, Himmel und Hölle. Und alle, die sonst schon da sind. Den Schnorpel zum Beispiel. Hey, so, wir machen heute weiter mit dem russischen oder sowjetrussischen Raumfahrtprogramm. Zu erkennen, ganz klar an dieser qualitativ hochwertigen Flagge im Hintergrund. In der letzten Folge hat sich rausgestellt, also neben dem, dass ich nicht so besonders gut darin bin, Raketen mit einem sauberen Decoupler zu bauen, das müssen wir heute nochmal gerade ziehen, dass sich da gewisse Fragen aufgeworfen haben, warum mein Wiedereintrittsvehikel vom Mond zurückgekehrt ist, also vom Mond-Flyby von der Höhe her, und dann fürchterlich verglüht ist. Das würde ich gerne in der Zeit, die wir noch haben, nochmal verifizieren, denn ich möchte das gerne lieber unbemannt rausfinden, was die richtige Wiedereintrittshöhe ist. 40 waren es, glaube ich, 40 Kilometer waren es nicht. Das sollte ich nochmal nachkorrigieren. Ich glaube, ich muss ein bisschen höher reingehen und wir haben noch 98 Tage Zeit, bevor Mature Capsules fertig ist. Da ist die Raumfähre drin, mit der ich gerne den Mondflyby bemannt machen möchte. Und bis dahin sollten wir rausgefunden haben, wie wir Kerbals zurückbringen, ohne sie in der Atmosphäre zu verbrennen. Sonst bin ich auf einem ähnlichen Level erfolgreich mit meinem Mondflyby wie der Cookie und das will ja niemand. Also ich möchte das nicht. Cookie möchte das wahrscheinlich, aber ich möchte das ungern. Deshalb muss ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich das hinbekomme. Und dann muss ich noch was Kurzes nachholen, auch wenn es komischerweise nicht angezeigt wird. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Smash Commander, vielen lieben Dank für dein Abo. Das hast du schon vor ein paar Stunden dagelassen, heimlich still und leise. Aber trotzdem vielen lieben Dank. Und ich habe keine Ahnung, warum es da drüben nicht angezeigt wird. Das will Stream-Labels gerade nicht so. Da müssen wir jetzt mal mit leben. Also, was machen wir jetzt als erstes? Als allererstes bauen wir jetzt nochmal die Rakete mit dem Test-Dingsbums-Nupsi für, was ist es hier? Lunar Landing and Sample Return. Die muss ich einmal korrigieren, weil da ein kleines Fehlerchen im Staging drin war. Und dann probieren wir natürlich das Ding auch in einem Stück zurückzuholen und diesmal nicht in der Atmosphäre zu verbrennen. In der Hoffnung dabei zu lernen, wie man es richtig macht. Tja, und dann jetzt noch nachgeschoben, natürlich auch einen schönen guten Abend an den Luca, an Furzbacke, an Torin und an Averborg. Ja, wie hieß denn das Ding? Marsländer 1 war es nicht. So viel kann ich schon mal sagen. War es Luna 2? Das würde logisch klingen, ne? Ich glaube, Luna 2 war es. Mein zweiter Anlauf eines Lunarländers. Gucken wir mal, ob das so korrekt ist. Es müsste irgendwie ein ziemlich abgefahrener Upper Stage sein mit ziemlich abgefahrenem Zeug und so einer komischen Kapsel drin. Das sieht aber ganz gut aus. Ich komme nicht so hoch. Warte mal, ich muss das mal ein bisschen runterziehen. Und so. Ja, das ist das richtige Ding. Okay, das können wir wieder zumachen. Das ist ja soweit okay. Gut. Dieses Staging war in Ordnung. Das muss ich nur gerade ziehen. Dieses Staging war... Jetzt lass mich überlegen. Welches Staging hatte ich kaputt gemacht? War es das hier oder war es das hier? So ist es okay. So.
Oh, oh, irgendwas leckt jetzt. Wartet mal, ich muss das hier mal runterstellen. Oh, fieses Leck. Jetzt. So sieht's gut aus. Ich glaube, das war genau die Stelle, die fehlerhaft war, wo dieser Abstand gefehlt hat, weil jetzt ist Abstand drin. So, 15.000 Delta V. Das war alles ein bisschen knapp, aber ich probiere es jetzt mit der Rakete nochmal. Weil ich die Sample-Return-Nummer aus dem Mond, wenn es dann nur ein Vorbeiflug wird, wird es halt nur ein Vorbeiflug, gern ausprobieren möchte. Wenn dass sich das rausstellt, und ich befürchte, das wird sich rausstellen, dass die Delta V nicht ausreichen für diese Rakete, dann werde ich das Experiment dann nochmal austauschen gegen irgendwie so ein kleines Thermometer-Ding oder sowas. Und wir machen das dann nochmal innerhalb des Zeitraums. Ja, was gibt's zu trinken? Es gibt leckeres Bier. Nein, das Bier ist tatsächlich immer noch Kamillentee, weil ich immer noch so ein bisschen, also ich soll noch nicht Alkohol trinken, weil das nicht gut ist. Deshalb Kamillentee. Desinfizierend und so. Genau, der Chat wird im Spiel nicht mehr eingeblendet, sondern der läuft nebenbei für alle, die es interessiert. Die können sich das ja reinklappen und für alle, die es nicht interessiert, die können ihn dann entsprechend rausklappen. So, im Staging waren, glaube ich, auch noch so ein, zwei kleinere Fauxpas drin, um es mal nett zu formulieren. Die werde ich jetzt auch gleich noch ausgleichen. Alkohol trinken ist immer gut. Ja, scheinbar nicht in jeder Konstellation. So, also, das hier war okay. Das ist auch okay. Zack. So, dann kommen die Dinger weg. Das ist auch okay. Dann kommt das hier weg. Ja, und dann kommt das Fairing später. Zack, das dürfte zumindest das Fairing sein. Ich guck mal sicherheitshalber nach. Jawohl. Ah. Oh, du hattest heute schon einen Glenkinchie Single Malt. Mein Neid sei dir gewiss. Ich denke mal ab nächste Woche, vielleicht sogar schon am Sonntag, werde ich mich auch wieder dem Alkoholkonsum zuwenden. So, das sieht okay aus, das da sieht nicht okay aus. Das sind irgendwie die Upper Stage Triebwerke, die sollten da noch nicht gezündet werden. Also, dann zünden wir den Kram hier. Das sieht gut aus. Dann kommt als nächstes diese Stage mit diesem Fairing, das da. Das hier ganz sicher nicht. Das können wir erstmal damit reinpacken. Und das da gehört da zwar auch noch nicht mit rein. Das können wir gleich sortieren. So. Dann passt das hier. Schwupp. So, wenn wir damit fertig sind. Wir hier mal gucken, was wir da treiben. Das ist prinzipiell eine gute Sache und das ist auch eine gute Sache und wahrscheinlich macht es auch Sinn, spätestens hier das RCS einzuschalten. Aber das hier macht erst Sinn, wenn wir diesen Antrieb aktivieren. Schwupp. So, das ist dann eh weg. Das ist für sehr viel später. Das sind die Fallschirme. Okay, das sieht aber jetzt gut aus. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass das hier wieder an die richtige Stelle rutscht. Na? Ist es tatsächlich auch sehr gut. Okay, das ist dann jetzt natürlich dann Luna 3. Gut, und dann würde ich sagen, schmeißen wir Luna 3 mal in den Bau. Das Ganze dauert 78 Tage. Wir haben noch, was waren es, 98 oder sowas Zeit, bis wir die Forschung fertig haben. Da steht's. Mature Capsules completed 98 Tage. Ist also noch ein bisschen hin. Dann haben wir 20 Tage Zeit, die Kiste rauszurollen und zum Mond zu fliegen. Oh, der Ozean kommt schon wieder gefährlich nahe. Ich würde sagen, ich warpe das hier mal durch. Oder gibt es irgendwas, was ich beachten muss? Crewed Lunar Flyby wird dann halt langsam richtig knapp.
Da haben wir dann noch 212 Tage. Da müssen wir uns dann echt beeilen. Wir werden wahrscheinlich so zwei Anläufe haben. Das heißt, das wird jetzt wichtig, dass wir es rausfinden, wie das mit dem Wiedereintritt funktioniert. Das heißt, ich werfe jetzt mal den Zeitraffer an. Kurzer Epilepsietest. Ich hoffe, ich habe keine Mission, die irgendwie wichtig war, im Weltall vergessen. Das wäre jetzt sehr unschön. Aber es schreit nichts. So, noch wenige Stunden, bis die Rakete fertig gebaut ist. Keine Science vergessen oder so. Nee. Da ist ein Science-Modul obendrauf auf der Rakete. Genau das, was ich auch zurückbringen will. Das ist schon oben drin. So, zack. Gut, 19 Tage, die wir noch Zeit haben. Davon verbringen wir jetzt mal 2 Tage und 10 Stunden damit, die Rakete aufs Launchpad rauszurollen. Mal gucken, ob sich die noch tagsüber manifestiert. Geht so. Und hallo auch an den Kühnup. Na, lädst du noch runter? Der Kühnup will heute nämlich, wie heißt es, Elex? Elex-Stream, irgendwas von den Gothic-Machern. Aber noch streikt der Download ein bisschen. Also für alle, die sich dann gerne mal irgendwie ein, was ist das, ein Rollenspiel, vermute ich mal. Ist das Multiplayer, Singleplayer, Rollenspiel angucken wollen, da könnt ihr mal beim Kühnup vorbeischauen später. Der kann ja dann hier mal einen kurzen Kommentar im Chat hinterlassen, wenn er anfängt zu streamen. So, jetzt haben wir die Rakete am Start. Wir haben noch 17 Tage Zeit. Das heißt, ich stelle die jetzt mal aufs Launchpad raus und wir gucken mal, was so geht. Habe ich irgendeinen Auftrag nicht auf dem Radar? Nee, ist alles gut. Okay. Okay. Ja, los geht's, würde ich sagen. Erster Start des Abends nach nicht mal einer Viertelstunde. Ich bin sehr stolz auf mich. Heute geht's richtig vorwärts. Und die Grafik, naja, manchmal hat sie so ihre Probleme bei RSS. Aber das legt sich jetzt gleich. Jetzt ist gleich die lustige Wasserblase da weg. Und im Normalfall, wenn wir zurück zum Space Center kommen, ist der Drops auch gelutscht. Ein RPG Singleplayer postapokalyptisch mit Magie und Laserwaffen, auch Exte-ETC-Rollenspiel. Also sowas wie Fallout mit Magie, wenn ich es richtig verstehe. Fallout 4 mit Laserwaffen macht keinen Sinn, Idle, weil Fallout 4 hat schon Laserwaffen. Aber hast du selbst gerade gemerkt, ne? So. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, die Betankung hatte ergeben, dass wir, glaube ich, so 17.000 und ein paar gequetschte Delta-V haben. Das wird ziemlich knapp für eine Mondlandung mit Return, aber ich bin einfach mal optimistisch, dass das irgendwie klappen könnte. Und wenn nicht, brechen wir halt einfach mittendrin ab. Und fliegen zurück und machen den Wiedereintritt, weil vor allen Dingen um den Wiedereintritt geht es mir, weil sonst ist zeitlich gesehen der nächste Anlauf mit Crew. Und ich weiß nicht, ob ich bereit bin, dieses Risiko einzugehen. Ich hab da ein bisschen Schiss vor, den ersten Anlauf oder den ersten hoffentlich erfolgreichen Anlauf mit einer Crew zu probieren direkt. So, wo sind wir? Wir sind hier. Da müssen wir eh noch ein bisschen rumrotieren. Warte mal, wir rotieren da lang, richtig? Ja, das sind wir doch gar nicht. Wo sind wir denn? Wo ist ein Baikonur? Doch, das sind wir doch, oder? Ja. Wir rotieren da lang. Da müssen wir noch ein bisschen vorwärts rotieren. Damit ich einen guten Treffer auf den Mond hinlegen kann. So, unser Abflugwinkel wird wie immer in die Richtung hier sein. So, rotieren, 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 rotieren. Bisschen noch. Bisschen noch. Warum wackeln wir so komisch? Nicht wackeln. Okay. Betankt sind wir mittlerweile 17.000 glatte Delta-V. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Das wird knapp auf jeden Fall, aber schauen wir mal. Bisschen noch. Würde ich sagen. Ich glaube, so ist es okay.
sind wir auch schon schön südlich. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht, weil dann fliegen wir hier so rum, ne, wieder an Australien vorbei und schieben uns dann raus. Das ist der Plan. So, sind bei RSS auch alle Werte an die Realität angepasst? Soweit ich das überblicken kann, ja. Also, das ist alles ziemlich historisch korrekt. Der Mond hat eine Inklination von, jetzt lass mich nicht lügen, sind es 28 Grad. Und was machen all die Satelliten? Die sind Satelliten. Die jagen vor allen Dingen den Amerikanern Angst ein. Und der Stream geht bis circa 23:30 Uhr, je nachdem. Plus, minus ein paar Minuten. So. An alle, die es noch nicht kennen, Vorsicht bitte mit euren Subwoofern. Das könnte jetzt einen kurzen Moment hässlich laut werden. Und ich würde sagen, ich mache das mal an, damit wir losfliegen können. Auf geht's. Dritter Anlauf zum Mond. Das ist noch nicht die Stelle, wo es laut wird. Das ist die Stelle, wo es laut wird. So, auf geht's Richtung Mond. Ja, nichts gelockt. Nein. Naja, das behebt sich gleich von alleine. Und da sind die Avionics wieder frei. So, ich leite den Gravity Turn ganz vorsichtig ein. Ungefähr in diese Richtung nachher kippen. Lassen unsere Booster ausbrennen, um Geschwindigkeit zu holen. Das Getränk des Abends ist ein leckerer Kamillentee. Ich freue mich sehr. Ein leckerer, leckerer Kamillentee. So, Booster Separation in. Boy, 5 Sekunden, mit Lex sind es wahrscheinlich eher 10. Jetzt gibt es nochmal die volle Beschallung für euch. Warum leckt's? Einfach mal RSS installieren und eine Rakete mit so vielen Teilen bauen. Dann erübrigt sich die Frage, warum es leckt. Das ist einfach so. Das lässt sich nur sehr schwer vermeiden mit so einem hohen Part-Count und so vielen Mods, dass es da ein wenig laggy ist. Da hilft auch noch so ein guter Rechner nicht besonders viel. Irgendwann ist halt Schluss. Gravity Turn sieht soweit bisher gut aus. Triebwerke laufen auch einwandfrei. Bis hierhin eine relativ erfolgreiche Mission. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, das klappt diesmal auch mit dem Decoupling und ihr verreckt nicht wieder die Rakete auf der Hälfte der Strecke. Das war ein bisschen peinlich letztes Mal. Aber eigentlich sah es so aus, als ob ich das sauber gefixt habe. So. Und kurze Service-Information: Mein Twitch sagt gerade, dass für alle, die sowas mal sehen wollen, hier dieses Elex-Zeug, dass der Kühe gerade Stream angefangen hat. Also vermute mal, der hat jetzt seinen Download fertig. Also alle, die hier nur rumhängen und warten, ob der Kühe endlich loslegt, jetzt ist der Zeitpunkt. Und alle, die weiterhin KSP gucken wollen, seid meine Gäste. So. Esken kommt rum, wir sind auf 20 Kilometer Höhe. Apoapsis ist bei 36 Kilometern. Das sieht bisher alles ganz vernünftig aus. So. 112, das lobe ich mir. Ich will auch KSP spielen.
läuft. Es läuft. Also die Rakete ist auf jeden Fall unterwegs. RSS ist doch kein KSP. Nein, ja, irgendwie ist es schon noch KSP. Aber es ist schon ziemlich, ziemlich real. Für KSP ist es ziemlich real. So. 45 Grad Neigung haben wir gleich. Bis zur Apoapsis und steigend. Auch das sieht gut aus. Soße, vielen lieben Dank für den dritten Monat treue Subscribership, wenn man das so nennt. Go Winter Go, Dankeschön. Ich gebe mir Mühe. Mal gucken, ob es diesmal ein bisschen fehlerfreier klappt als bis zum letzten Mal, als beim letzten Mal, weil sonst wird das heute eine spannende Nummer mit dem Mantenflyby, zumindest für die Kürbels, die drin sitzen, weil die dann mal austesten dürfen, wie das mit diesem Wiedereintrittszeugs funktioniert, ohne zu sterben. So besonders viele Kürbels habe ich nicht. Das kann dann sehr schnell sehr teuer werden. Okay. So, 20 Grad Steigwinkel reichen hoffentlich. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt dieses komische letzte Abonnent-Ding in den nächsten Minuten dann mal updatet oder ob das irgendwie kaputt ist gerade bei Streamlabels und das einfach nicht möchte. So, wir sind kurz vor Separation unserer ersten Stage. Dann geht's rüber auf Stage 2 mit nochmal 4 Triebwerken. In knapp 5 Sekunden ist es soweit. Mittlerweile wird nicht mehr ganz so viel Leck und jetzt wird es gleich noch ein bisschen weniger. Dann können wir auch kurz danach das Fairing abwerfen. Und 2 Sekunden. 1 Sekunde. Und wir haben Sep und Zündung und ich hoffe auch Abtrennung. Sieht aber gut aus. Triebwerke haben auch sauber durchgezündet. Sehr schön. Okay, jetzt wird es auch ein bisschen ruhiger. So, jetzt versteht ihr mich hoffentlich auch wieder. Zumindest auf meinem Headset dröhnt es nicht mehr ganz so sehr. Wir sind bei 94 Kilometer. Das heißt, ich mache jetzt auch das Fairing auf. Das hat auch schön funktioniert. Sehr gut. Dann können wir unser Antennchen ausfahren. Nicht den Heatshield jettisonen, sondern andersrum Antenne. So, Extend Solarpanel und Extend Solarpanel. So, jetzt ziehen wir uns mal sauber auf den Orbit. Gut, was wir jetzt machen, ist wieder der alte Ich fliege einmal um die Erde rum Trick. Genau, das sieht relativ gut aus. Wir fliegen jetzt über den Descending Node drüber, über Indien, drücken das wieder vor uns her und ziehen uns dann zwischen Wo ist denn Australien hin? Da. Zwischen Australien und der Antarktis durch. Und versuchen da hinten irgendwo den Mond zu treffen. That's the plan. Nicht ganz perfekt vom Winkel, aber relativ nah dran. Ja, und da die Stage funktioniert hat, wenn die jetzt auch noch sauber abtrennt, dann haben wir einen relativ guten Anflug. Tricky wird es halt nochmal in den Upper Stages. Die sind diesmal mit sehr geringer Thrust-Weight-Ratio. Das wird, wenn es eine Landung wird, auf jeden Fall eine sehr spannende. Vielleicht auch eine nicht erfolgreiche, das werden wir sehen. Und wo geht's hin? Es geht zum Mond. Das ist Luna 3, unser Versuch, eine Ladung Fruchtfliegen auf dem Mond anzulanden, einen Test damit zu machen und sie dann zurück zur Erde zu bringen. Also das ist eine Wiedereintrittsprobe, die tatsächlich, hoffentlich, tatsächlich und hoffentlich, beides in einem Satz, Wiedereintritt auf der Erde überlebt, wenn wir vom Mond zurückkommen. Im Prinzip sind das Testflüge vor dem bemannten Flug, weil ich keine Ahnung habe, das muss ich ganz ehrlich zugeben, auf welcher Höhe ich für einen direkten lunaren Wiedereintritt reinkommen muss, damit mir nicht die Kapsel verglüht. Und ich teste das halt lieber mit ein paar Fruchtfliegen als mit Kerbals oder Kosmonauten. Die sind nämlich teurer als die Fruchtfliegen.
und deshalb dieser Anlauf. Mit dem glorreichen Versuch, dann auch noch ein bisschen Science einzusammeln. Wir werden am Mond dann aber einmal testen müssen, also da muss ich dann mal kurz den Taschenrechner zücken, sobald wir am Mond angekommen sind. Wie viel Delta V? Genau, 40 Kilometer ist die falsche Antwort. Ich würde es diesmal wahrscheinlich so mit 60 probieren oder so. Ich muss halt dieses Mittelmaß finden. Also es gibt einen Korridor, der dazwischen liegt. Ich darf nicht verglühen. Das ist schlecht, aber ich will auch nicht noch eine Runde drehen, weil für die bemannte Mission werde ich mit einem relativ knappen Lebensmittelvorrat wahrscheinlich unterwegs sein. Also ich habe vielleicht 2-3 Tage Puffer, weil sonst wiegt das alles zu viel. Und deshalb kann ich es mir nicht leisten, nochmal eine komplette 3-4 Tagesrunde, wo ich halb zum Mond mit 15 Aerobrakes oder sowas fliege, sondern ich will eigentlich einen Eintrittswinkel schaffen, mit dem ich wirklich beim ersten Anflug auch lande, aber ich will halt nicht so viel thermale Last aufbauen oder thermische Last aufbauen, dass ich dabei umkomme. Das ist leider mit der letzten Probe passiert. Die ist dummerweise explodiert beim Wiedereintritt. Genau, und da wäre jetzt der nächste Versuch 60 Kilometer. Ja, mal gucken. So, wir haben eine Apoapsis von 202 Kilometern. Zeit zur Apoapsis sinkt langsam, ist aber auch okay. Ach ne, bleib ruhig drauf. So. Wir sind jetzt wieder langsam im Einflug auf die Himalaya-Gebirgszüge. Wir kommen diesmal ein bisschen südlicher als letztes Mal raus, habe ich so das Gefühl. Letztes Mal sind wir, glaube ich, hier drüber gekachelt, aber das ist auch nicht ganz so wild. Vom Winkel her sieht es, glaube ich, gut aus, dass wir den Mond treffen werden. Ah, mein patentiertes Polarmanöver. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was man tun kann. Aber vielleicht lasse ich es mir auch von der ESA patentieren. So. Wie sieht's aus? 52 Sekunden noch bis zur Apoapsis. Ich raste ihn jetzt mal nochmal auf 5 Grad Steigwinkel ein. So. Ich muss mir gleich ein bisschen in der letzten Minute noch mal ein bisschen Höhe nehmen, damit ich nachher die Apoapsis rumdrücken kann. Und guten Abend auch an Cruise Alexa und natürlich alle, die zwischendurch jetzt noch dazu gestolpert gekommen sind und die ich nicht bemerkt habe, weil ich gerade mit dieser Rakete in der Gegend rumheize. Ganz viel Spaß beim Zugucken und drückt ein bisschen die Daumen, dass das klappt mit der Mondmission. Ja, ich nehme die Delta-V der Rotation tatsächlich nicht im vollen Umfang mit, aber es ist erschreckend wenig. Ich glaube, das sind irgendwie 240 oder sowas. Ich müsste es mal ausrechnen. Delta-V, die man verliert, wenn man nicht die Rotation mitnimmt. Es ist gar nicht so viel, wie man immer denken würde. Und ja, ein bisschen mehr Delta-V braucht man für einen Polarorbit, das stimmt schon. Aber der Punkt ist, dass der Inklinationschange halt noch teurer wäre. 405. Naja, 405 Delta-V. Was sind 405 Delta-V? Q 223, 224, das sieht gut aus. Ich gehe ein bisschen flacher. Nicht so wenig wie möglich vergeuden an die Gravitation. Also schöner, flacher Anflugwinkel. So, Zeit steigt auch noch knapp. Das sieht gut aus. In der nächsten Stage werden wir erstmal ein bisschen weniger Thrust-Weight-Ratio haben, aber wir haben dann nochmal 3 Minuten 58 Zeit. Und mit der Stage nehmen wir Orbitalgeschwindigkeit und drücken dann unseren Orbit drumherum. So, ich richte mich jetzt auf die Orbit-Richtung aus. Das gibt uns nochmal knapp steigende Zeit zur Apoapsis und ab auf die nächste Stage. Ich hoffe, das klappt diesmal. Oh, ich bin ein bisschen über meine Avionics drüber. Das sollte sich aber gleich legen. Wir verbrennen ja jetzt Treibstoff. Und so lange muss die Rakete mal ohne mich klarkommen. Haben aber eine Minute Zeit, bevor wir die Apoapsis treffen. Von daher, so, Controls sind wieder da. Sehr schön. So, wir brauchen noch knapp 1700 Meter pro Sekunde, um den Orbit zu erreichen.
sieht alles gar nicht so schlecht aus bisher. Also bisher funktioniert der Flug ganz gut. Unser Staging war diesmal auch erschreckend sauber bisher. Ich prüfe jetzt hier nochmal den ganzen Rest durch. Das ist der da, ne? Ja. Okay. Das sieht gut aus. Ich glaube, das Zeug hier nehme ich jetzt in die Stage mit rein. Dann habe ich schon mal ein bisschen, falls ich das allergen muss, schon mal meine Triebwerke, muss ich nicht per Hand anschalten. So, noch 48 Sekunden bis zur Apoapsis. So. Ich hole mir jetzt noch mal ein bisschen Höhe. Wie weit sind wir mittlerweile? Wir sind jetzt bald in Nordindien. Okay, das sieht gut aus. Das sieht vom Winkel wirklich gut aus. Dann kommen wir da drüben hin und wir sind auch wirklich fast am Descending Node. Das ist eigentlich nahezu perfekt die Stelle, an der wir das Manöver machen werden. Also das hat richtig gut geklappt. Und Clayton, vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen bei den Kyronauten und natürlich ganz viel Spaß beim Zugucken. So, jetzt haben wir noch die letzten 700-800 Meter pro Sekunde, bevor der Orbit perfekt ist. So, ich nehme noch ein bisschen Schwung für die Höhe mit. Und dann drücken wir die Apoapsis rum um den Planeten. Hingewintert. Naja, das ist ja nicht hingewintert. Das ist ja mittlerweile ein Routinemanöver, sage ich mal. Wie wir von Baikonur da hinkommen. Das hat sich doch ganz gut eingespielt mittlerweile. Also es scheint ja zu funktionieren. Ob es dann das Perfekteste ist, weiß ich nicht. Aber es reicht offensichtlich. So. Descending Node ist 44 Sekunden entfernt momentan. Okay. Jetzt Vollgas drumherum. Gut, lasst uns den Orbit erst kurz zirkularisieren und dann steuern wir die Apoapsis in Richtung Mond raus. Also wir werden uns so ein bisschen an dem Ascending Node Ding orientieren. Aber diesmal müssen wir wahrscheinlich gar nicht so viel Korrektur fliegen, weil wir halt relativ exakt auf dem Descending Node uns bewegen. Diese ganzen Hoch- und Runter-Pitch-Manöver vorher waren halt immer dafür da, das auszugleichen. Aber diesmal sind wir ziemlich perfekt rausgekommen. Wenn du im imaginären DS startest, dann kommst du mit jedem Orbit im Descending Node, meinst du? Ja. Schiefgehen und doch hinbekommen. Genau, das ist hinwintern. Genau. Noch ist ja nichts schiefgegangen. Oder es muss so aussehen, als ob es eigentlich unmöglich wäre, aber es klappt dann doch irgendwie. Sowas ist hinwintern. So. Das sieht gut aus. Unser Apoapsis zieht dann langsam auch nach oben. Wir haben jetzt noch 52 Sekunden auf dieser Stage. Dann machen wir den Mondanflugstart klar. So, jetzt heißt es aber erstmal Orbit hochdrücken bis zum geht nicht mehr. Gut, die Stage leistet uns heute sehr gute Dienste und die Richtung sieht auch sehr, sehr gut aus. Wir haben jetzt noch 600 Delta V, knapp zu brennen. Man merkt halt, dass wir diesmal doch mehr Gewicht dabei haben. So, und ich bin fast am Überlegen, ob ich die Runde gehe. Das testen wir gleich mal, ob wir perfekt auf der PE dann den nächsten Burn machen. Es wird sich fast anbieten. So, jetzt ist erstmal Triebwerk aus und wir zappen uns auf die nächste Stage.
Gut, das hat geklappt. Ich ziehe uns mal ein bisschen weg. Jawohl. So, damit sind wir frei von unserem Tank. So, jetzt kommt der spannende Part. Wenn wir erst im nächsten Orbit gehen, treffen wir dann in 7 Stunden den Mond noch oder wird das zu spät? Weil hier wäre es natürlich ideal von der Delta-V-Ausnutzung her. Das war auch ein bisschen weit, ne? Oh. Da bin ich doch deutlich zu spät dran. Na gut, nix im nächsten Orbit. Das will ich auch nicht haben. Ich hätte gern das da. In 6 Minuten. Machen wir noch mal ein bisschen eher. In 4 Minuten. So, zack. Und dann bitte nach unten. Und weiter Gas geben. So ist es natürlich nicht ganz perfekt, aber besser als nix. Ich hoffe, das reicht. Ich bin ein bisschen spät dran, ne? Da habe ich mich ganz schön verschätzt diesmal. Ich bin echt ganz schön. Also ich habe ein bisschen zu flachen Winkel genommen. Ich hätte noch ein bisschen warten müssen mit der Drehung. Da geht's in die Sonnenumlaufbahn. Da wollen wir nicht hin. Okay, jetzt muss ich ein bisschen Delta-V fürs Korrigieren verschwenden, leider. Oh. Oh, ich muss ganz schön viel Delta-V fürs Korrigieren verschwenden. Da ist er, mein Boomflyby. Obwohl es geht. Im Moment ziehe ich die Delta-V auch runter statt hoch. Warum auch immer. So, und Samos Romes, vielen lieben Dank natürlich auch für dein Follow. Moon Periapsis 56 Millionen. So, ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal so und mache dann gleich noch eine Mid-Course-Correction. Wir haben ja ein paar Zündungen. Gut, das heißt jetzt für uns, wir brauchen ein bisschen Burn-Time dafür. SRS aus. Ich möchte gerne den Smart S haben. So. Danke. Und ich möchte gerne auf den Node ausgerichtet werden. Very unstable, aber das sollte sich gleich legen. Very stable. So, 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 so und feuerfrei. Gut, dann fliegen wir mal unser Manöver. Und gucken, dass wir erstmal in den Mondflyby kommen. So, das erste Hin gewinnt hat, wenn es geklappt hat, das Manöver. Das war ein bisschen knapp. Leider auch ineffizient. Ich denke mal, der Spaß wird uns inklusive Korrekturmanöver dann, also der Mid-Course Correction, wahrscheinlich so 100, 200 Delta-V kosten, die nicht nötig gewesen wären. Stimmt schon wieder irgendwas mit der Delta-V-Anzeige nicht. Ich hoffe, dass wir nicht komisch abkoppeln. Ah, so ist besser. Okay. Okay. Gut, das ist nur aus diesen Gründen, weil er den da nicht versteht. Gut, okay, das funktioniert, denke ich mal. Bis hierhin sollte das kein Problem sein.
Turntime noch 2 Minuten und ein bisschen. Das wird sich gleich noch runterkalkulieren, weil wir hinten raus mehr Schub kriegen. 200 Delta V ist gar nichts. Das macht MacGyver mit dem Feuerzeug. Also selbst MacGyver würde das wahrscheinlich mit einem Feuerlöscher machen oder sowas. Aber ja, ansonsten stimme ich dir zu. 200 Delta V ist jetzt kein Totalausfall, wenn man bedenkt, dass wir das letzte Mal eine komplette Stage mit, ich glaube, 3.500 Delta V verloren haben, weil das Staging nicht funktioniert hat. Da ist jetzt natürlich 200 Delta V verschwenden ein eher kleineres Problem. Also wenn wir das hinbekommen, dann ja wohl mit 200 Delta V Verlust. So. Gucken wir mal. Ansonsten ist ja ganz hübsch. Also das Landen ist natürlich ein bisschen spektakulär auf diesen Triebwerken. Das müssen wir dann sehr vorsichtig machen. Wobei ich nicht weiß, ob das sehr vorsichtig so richtig gut funktioniert, weil die Dinger nicht so besonders viel Schub haben. Weil die Thrust-Weight-Ratio am Mond war irgendwie 1,18 oder 1,2 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall nichts, wo man Suicide burnen möchte. Oder wo man Suicide burnen sollte. Beauty. Minute 5 noch. Ey, Chuck Norris würde den Mond einfach da hinstellen, wo er sein möchte. Ja, Thrust Weight Ratio von 1,0 wäre nicht so gut. Dann gehen wir nämlich drauf. Das reicht zum Schweben, aber nicht zum Bremsen. Aber schauen wir mal. Das werden wir dann schon alles irgendwie sehen, wenn es soweit ist. Genau, das sind spezielle russische Landetriebwerke. Daraus bauen sie auch Panzer, aber nur in anderen Ländern. In Russland bauen sie daraus nur Triebwerke, weil ihnen das Material zu weich war. Das wird dann mit den Händen flach geklopft. So sieht's aus. So. Wundert ein bisschen. Also ich werde ausmachen, sobald ich irgendwie einen Moonflyby habe, der, oder einen Mondflyby, der irgendwie so aussieht, als ob der funktionieren könnte. Und dann machen wir einen Korrekturmanöverstart klar, in so einer Stunde oder sowas. Damit wir nicht ganz so viel mit der Erdschwerkraft zu tun haben. Zack. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Nur 1,3 Delta V dran vorbeigeschossen und noch eine schöne Rotation bekommen. Das hält nämlich dann schön unser Triebwerk gealitscht. Geulagit. Also für alle, die das erste Mal RSS mitgucken. Alleging. Wenn ihr einen Tank habt, also RSS ist halt so ein bisschen Realism Overhaul und also Real Solar System, alles hat die richtige Größe. Das ist halt nicht mehr alles ein bisschen kleiner wie bei KSP und Realism Overhaul sorgt dafür, dass ein paar Dinge so funktionieren, wie sie wirklich sind. Nämlich sind sie so, dass wenn ihr keine Schwerkraft habt, dann schwappt euer Sprit hier halt im Tank rum und liegt nicht hinten an der am Triebwerk an. Und dann kann man ein Triebwerk ziemlich schlecht zünden, wenn da kein Treibstoff dran ist. Deshalb muss man das Triebwerk allergen. Hier jetzt durch Torsionskräfte, also durch Drehung. Ansonsten kann man so RCS-Düsen verwenden, die Schub geben, um den Treibstoff durch Beschleunigungskraft nach hinten zu drücken. Also mal für alle neu dazugekommenen, die mit RSS vielleicht noch nicht so viel anfangen können. Falls ihr es alles schon kennt, tut es mir leid, dass ich mich wiederholt habe. So, jetzt sparen wir mal. Jetzt planen wir mal unsere Kurskorrektur in einer Stunde ungefähr. Und wir gucken uns mal an, wie das am Mond aussieht. Und wir nehmen dafür den geliebten Manövernot-Editor. Und schauen mal. So. Derzeit sind wir bei 48, schlag mich tot, ganz vielen Kilometern und wir würden gerne etwas näher an den Mond ran. So, wir kommen da so geflogen, wir fliegen oben drüber. Das heißt, meine Unterstellung wäre jetzt, dass wir mit einem Anti-Normal müssten wir näher rankommen. Ist schon was passiert? Ja, wir kommen näher ran, okay. Wow, da passiert echt wenig. Kommen wir irgendwo anders näher ran? Da passiert fast gar nichts, okay. Und da passiert
Ein bisschen mehr. Okay, dann geben wir erstmal Gas. So, ich würde sagen, wir packen hier mal 40 Delta V drauf. So, und jetzt probieren wir uns reinzuziehen. Oh, da müssen wir ein bisschen mehr ausgeben, glaube ich. Jawohl. Oh, guck mal, mit Doppel-Mondflyby. Nicht schlecht. Oh, 250 schon. Hoi. Ist gar nicht wenig Sprit, den wir ja ausgeben. So, jetzt noch mal nach oben. Jetzt müssen wir ein bisschen feiner arbeiten. Zack. 850 Kilometer Höhe. Kilometer Höhe ist wahrscheinlich ja nicht so schlecht. 328 Delta wie schon. Uiuiuiui. Ui. 57 Kilometer klingt gut. Okay, damit sollten wir schön flach über den Mond gehen. Dann katapultiert es uns raus an die Sonne. Da werden wir aber vorher noch ein bisschen bremsen. Gut, das ist unser Manöver. Das machen wir so in einer knappen Stunde. Rotationsmäßig kommen wir sogar über das Manöver rüber, oder? Das heißt, ich kann an einer schönen Stelle zünden. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier wieder korrigieren, um rauszufinden, wie viel. Also ich habe noch 275 Delta V in dieser Stage. Das heißt, ich werde es nicht ganz mit dieser Stage zu Ende fliegen können. Wir werden dann auf die Landetriebwerke gehen müssen. Ah, da müssen wir gleich mal gucken. Das wird wahrscheinlich zu knapp für eine Landung. Werden wir dann aber sehen. Jetzt wird erstmal nicht gekleckert, sondern geklotzt. Und wir warpen uns mal in Richtung des Manövers zeitlich raus. Bop, bop. Clayton, sonst stell doch einfach die Qualität fest ein. Also du kannst ja statt Auto einfach sagen, du möchtest eine feste Qualität haben. Dann stellst du die fest ein und dann müsste er normalerweise auch aufhören umzuschalten. So, der Burn wird berechnet mit 37 Sekunden. Wir werden wahrscheinlich für den Rest ein bisschen länger brauchen. Deshalb ziehe ich uns dann mal rechtzeitig aus dem Warp raus, damit da keine Unfälle passieren. Ich denke mal, wir werden so 1,5 bis 2 Minuten vorher zünden. Das müsste uns genug Spielraum geben, hoffe ich. Werden wir dann sehen. So. Nächste Rotation ist unsere, hätte ich gesagt. So, Treibstoff ist stabil. Genau, Smart S ausgerichtet auf den Node. Der hält uns dann auf Kurs. Das heißt, ich muss. Jetzt hätte ich beinahe gestaged. Ich will aber Vollgas geben. Ja, dann werden wir nochmal relativ schnell die ersten 270 oder was es war, oder 257 durchbrennen und dann kommt so ein bisschen Geeier auf den kleinen Triebwerken. Und ich sag mal, Feuer frei. So, zack. Manöver sitzt. Sehr schön. Gut, das passt. Ich mache jetzt das RCS auch schon mal an. Das muss uns nämlich gleich stabil halten nach dem Decoupling. Das Schöne ist, wir kommen dann jetzt sehr, sehr langsam rein. Also mit den kleinen Triebwerken können wir relativ fein dosiert das Manöver zu Ende fliegen. Das ist mal prinzipiell vorteilhaft. So, gleich ist Feierabend. Gleich müsste Feierabend sein. Jawohl. So, Triebwerke laufen. Wir sind unterwegs zu neuen Horizonten
und einem Mondflyby. Jetzt guck mal, wie schön langsam das Ding jetzt rangetüdelt kommt. Jetzt können wir das ganz fein dosiert auf unsere 50 Kilometer runterbringen. Ganz, ganz vorsichtig. Das Smart S ist sowas wie SAS, aber über MechJab, genau. Kann halt ein paar mehr Sachen. Stell's dir vor wie so eine Art Flugcomputer, der halt ein bisschen die Steuerung übernimmt. So. Zack, 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 zack. Und wir sind angekommen. Oh, das war ein bisschen viel des Guten, glaube ich. Nee, für 41 Kilometer ist noch okay. Ich hatte kurz Pipi in den Augen, weil ich dachte, da ist keine PE mehr. Aber ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. So, werde ich hier Funkkontakt haben? Das ist eine sehr gute Frage, aber notfalls kann ich es mit dem Smart-S machen. Oder im Flight-Computer? Ich mache es lieber mit dem Smart-S, das ist mir sonst zu gefährlich. Gut, gucken wir doch mal. Wir werden auf jeden Fall mal einen Mondorbit einplanen. Wir liegen jetzt bei 6500 Delta V. Und der Orbit kostet uns 950. Dann haben wir noch 5000, ich sag mal 5500. So, 5500. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich schaffe das alles total toll und mache das alles richtig perfektomatisch. Dann haben wir 1730 Delta V für eine Landung. Plus sinnigerweise 1730 Delta V für einen Start. Plus, ja, dann sind wir bei 3460. Dann habe ich, wenn ich richtig rechne gerade, habe ich 2000 Delta V, um aus einem Mondorbit dann wieder zurückzukommen. Das testen wir, wenn wir Mondorbit sind. Probiere ich mal ein Manöver mit 2000 Delta V zu machen. Ob das dann funktioniert und ich damit tatsächlich zurückkomme in einen Wiedereintritt. Das könnte hinhauen, dass wir tatsächlich das komplette Programm durchexerzieren können. Mal gucken. Also, sieht alles noch machbar aus, außer ich vergesse gerade irgendwas zu berechnen. 1730. 2000 Puffer. Und da sind ein bisschen Puffermengen für RCS schon eingerichtet. Eingerechnet. Entschuldigung. Okay, das wird ein etwas längerer Burn, sehe ich gerade. 11 Minuten. Heiliger Bimbam. Da werden wir eine Weile brennen. Hilft ja nichts. Okay. Zwei Tage. Was sagt unser Alarmglock? Unser Alarmglock sagt, alles ist super. Ja, ich würde sagen, dann let's do the time warp again. Strom ist stabil. Ab dafür. Der müsste uns jeden Moment gleich nochmal rausziehen, weil irgendwann unser Launchpad fertig reconditioned ist. So, jetzt nicht zu spät den Abbruch machen. So, da kommt der Sphere of Influence Change. 12 Stunden noch bis zum Unten. Guck mal, unser Manöver hat scheinbar sogar Funkkontakt, oder? Naja, grenzwertig. Aber ja, das sollte durch die Satelliten knapp hinhauen, dass wir Funkkontakt haben. Knapp. Und guckt mal, der Kommunist satt und unsere Luna 1 Sonne. Schön. Wie wir den Mond einfach mal schon im Beschlag genommen haben.
Vorbildlich, sehr, sehr vorbildlich. So, 5 Stunden, 4 Stunden, 3 Stunden, 2 Stunden. Oh Gott! Oh, das war knapp. Das hätte auch schief gehen können, Freunde. So, wir gehen auf den Node. Und zünden das Triebwerk. Los geht's. Der lange Bremsburn. Ja, der Funkkontakt muss nicht hingewintert werden. So, was sagt die Trust Weight Ratio? Die Trust Weight Ratio sagt 0,83. Also im Moment sieht es noch so aus, solange wir nicht einen Haufen Treibstoff wegverbrennen, dass wir ein Problem kriegen mit der Landung. Genau, also jetzt ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt für eine Bio-Break. Das brennt jetzt eine Weile. So 10 Minuten. Und damit das Manöver halbwegs exakt bleibt, werde ich auch keinen Zeitraffer, also keinen Physics Time Warp reinschmeißen, sondern ich lasse den so durchbrennen. Es werden auch nicht ganz die 10 Minuten sein, weil das nach hinten raus ja immer besser wird mit der Beschleunigung. Wirst du auch eine Raumstation bauen? Vielleicht. Jetzt gerade nicht. Jetzt gerade ist ja Space Race mit dem lieben Cookie, der auch gerade aufgeschlagen ist. Da ist jetzt Fokus erstmal ganz klar, wer zuerst auf dem Mond landet, bemannt und lebend wieder zurückkommt. Also das war so ein bisschen eine Grundvoraussetzung. Und woher weiß ich, dass es bei der Bio-Break brennt? Nein, so war das nicht gemeint. Ich bin nicht euer, wie soll ich das sagen, Herrendoktor. Ich bezog mich hier auf dieses Raumfahrzeug, dessen Antriebe brennen. Genau. Genau, aber sobald die Mondlandung durch ist, ist hier mit RSS natürlich nicht vorbei, sondern ich werde danach auf jeden Fall mit RSS weitermachen. Ich vermute mal Cookie auch, aber da kann er ja selber ein Statement zu abgeben. Und dann ist sicherlich auch mal eine Raumstation oder sowas drin. Ob es dann eine Mondstation wird, weiß ich nicht. Mal gucken, wie schwer das ist. Im Moment bin ich ganz froh, wenn ich es schaffe, am Mond vorbeizufliegen, ohne mir die Finger zu brechen, ehrlich gesagt. So, und hier die Thrust-Weight-Ratio entwickelt sich aber ganz gut. Das sieht im Moment relativ vielversprechend aus. Das mal abziehe. Oh, wird aber diese Stage nicht komplett reichen, um eine Landung zu machen, wenn ich es richtig sehe. 780 raus, sind wir bei 1200. Ich brauche 1730 zum Landen. Das heißt, ich muss auf dem Ding da landen. Das wird speziell, um es mal nett zu formulieren. Das wird richtig speziell. Ja, das Zusammentreffen und Andocken in RSS ist vermutlich, ich habe es noch nicht gemacht, aber es ist vermutlich, also doch, ein Rendezvous habe ich schon mal gemacht. Ist vermutlich ähnlich wie bei KSP, nur alles halt ein bisschen größer und ein bisschen Delta-V intensiver. Sehr schön. Es läuft gerade, für die, die den Chat nicht lesen, weil sie die Aufzeichnungen gucken, es läuft gerade eine Diskussion über Tabasco versus andere perverse Soßen. Und ein schöner Kommentar von Kitty: Wenn ich will, dass es weh tut, dann, wenn ich esse, dann beiße ich in einen Kaktus. Das ist doch mal wunderschön zusammengefasst, wie man das so sehen kann. Wenn ich will, dass es weh tut beim Essen, beiße ich in einen Kaktus. Sehr schön. Das Wort zum Sonntag ist hiermit gesprochen worden. Landelichter. Landelichter. Dass ich nicht lache. Hier wird im Hellen gelandet. Ich habe das natürlich mal wieder so getimt, dass die erdzugewandte Seite des Mondes beleuchtet ist. Und ich werde ja auf der erdzugewandten Seite landen, wenn dann. Keine halben Sachen. Ah, wer hat da gerade einen Orbit geschafft? Ich habe da gerade einen Orbit geschafft. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. So, die Periapsis ist noch okay. Ne, ist ja eigentlich schon nicht mehr. Ist schon ganz schön tief. Naja, gut, aber ob jetzt 30 Kilometer.
Was uns retten könnte, ist, die 1730 Delta V sind gerechnet aus einem 100-Kilometer-Orbit. Ich bin natürlich schon weiter unten. Das könnte mir aber auch ganz schön das Genick brechen, ehrlich gesagt. Vielleicht lasse ich die Apoapsis ein bisschen höher als ursprünglich geplant. Damit ich mehr Zeit habe zum Bremsen. Vielleicht komme ich da eher so aus 60, 70 Kilometer Höhe runtergestürzt. Und heute könnten wir mal hier irgendwo. Wo steht die andere Probe rum? Wo steht denn die andere Probe rum? Irgendwo muss sie doch sein. Warum sehe ich ihn die gerade nicht? Warum sehe ich die andere Probe nicht? Ach, da unten. Ha, da. Da steht die rum. Dann könnten wir diesmal hier irgendwo landen. Dann muss ich keine Korrekturmanöver mehr durchziehen. Gut, Periapsis ist bei 38 Kilometern. Ich hoffe, wir machen hier nicht gleich Bodenkontakt. Sieht aber noch okay aus. Wie viel Abstand zum Boden habe ich? 67 Kilometer, okay. Dann ist 38 noch okay. Dann ist 38 okay. Ach, das wird spannend. Das wird spannend. 0,69 Thrust Weight ist noch ein bisschen wenig. Science and Now sagt, hast du noch nicht gemacht. Das dachte ich mir fast. Aber ich versuche das nachher mit der Landung abzugreifen. Noch sind wir ein bisschen hoch. 37 Kilometer Peri. Ich überlege gerade, ob ich ein bisschen näher an die Periapsis rangehe. So, off. Zack. SRS. Retro. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen. Achso, ja, dafür sollte ich vielleicht. Ich gehe jetzt mal in Time Warp kurz rein und gehe ein bisschen näher an die Periapsis ran. Damit wir die nicht so weit runterdrücken. Das wird mir sonst zu gefährlich. Haben tatsächlich noch Funkverbindung, ne? Wenn auch echt haarscharf. So, wie viel haben wir noch bis zur Peri? 34 Sekunden, das sieht gut aus. So, wir brennen jetzt einfach auf die Periapsis. Direkt. Dann halten wir die Peri nämlich ziemlich auf der Höhe, wo wir jetzt sind. Und holen nur noch die Apoapsis näher ran. Gut. Das stimmt jetzt nicht ganz mit unserem Manöver überein, aber es erfüllt seinen Zweck, hoffe ich mal. 7000 Kilometer noch. Geschwind fallend. Dum, 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 dum. Hat sich jetzt eigentlich mal dieses Overlay geupdatet? So, auch was die. Ja, was die letzten Abonnenten angeht, hat sich's geupdatet, aber irgendwie. Das mit den Donations sage ich schon, mit den Subscribern scheint gerade kaputt zu sein. Ich entschuldige mich bei den lieben Subscribern, die seitdem aufgeschlagen sind. Ich hoffe, das Streamlabels kriegt sich wieder ein. Ich weiß nicht, warum er da nicht updaten will gerade. Wie Winter diesen komplett sinnfreien Chat ignorieren. Ja, solange ihr über sinnfreies Zeug redet, ignoriere ich euch. Wobei ich der Fairness halber sagen muss, ich ignoriere euch auch echt oft, wenn ihr sinnvolles Zeug sagt. Vor allen Dingen, wenn ihr mich vor Fehlern bewahren wollt. Da bin ich ziemlich gut drin. Da bin ich tatsächlich ziemlich gut drin. Es tut mir leid. Nein, tut's gar nicht. Gehört halt mit dazu, ne? Das gehört halt mit dazu. So. Gut, wir sind jetzt gerade über die Peri drüber. Ist auch nicht so wild. Wir wollen hier nochmal herkommen. So, wir haben noch ein bisschen was zu bremsen. Ich genieße währenddessen mal mein Kamillenbier.
Ja, wie gesagt, also ich denke mal, ich werde jetzt so runtergehen auf 60, 70 Kilometer. Und dann setzen wir zur Landung an. Mal gucken, was passiert. Ich überwintere nur. Überwintert. Ihr müsst nicht dauernd neue Kunstwörter schaffen. Das verstehe ich irgendwann nicht mehr. So, 2600 noch. Das könnte tatsächlich mit den Delta V in der Stufe ziemlich knapp hinhauen. Ziemlich, ziemlich knapp. Oder wir landen dann gerade so mit dem Mittelding. Mit dem Mittelding habe ich aber echt ein bisschen Sorgen, weil... Das tendiert dann natürlich heftig zum Umkippen, ne? Vielleicht nehme ich einfach die mittleren Triebwerke bei der Landung mit dazu, um die äußeren Triebwerke ein bisschen zu entlasten. Mal gucken. Da fällt uns schon irgendwas Dummes für ein. Winterklopedia. Was? Was treibt ihr da, Leute? Was treibt ihr da? Manchmal frage ich mich wirklich, was treibt ihr da? So. So weit, so schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass das ungefähr hinhaut. Dass ich tatsächlich eine Chance habe, die Landung zu versuchen. Wie gesagt, wir gucken jetzt gleich mal, sobald ich den Orbit fertig habe, wie weit ich denn mit 2000 Delta V zurückkäme. Wenn ich nicht irgendwo einen ganz schlimmen Rechenfehler habe. Und meine Berechnung sagte, dass hier 5500 übrig sind, bevor wir zur Landung ansetzen. Wenn ich nicht irgendwo einen ganz schlimmen Rechenfehler habe, könnte das reichen, um zurückzukommen. Wenn 2000 Delta V reichen, um zurückzukommen. Ich bin noch nicht vom Mond zurückgeflogen, deshalb kann ich das nicht beurteilen, aber wir können es ja gleich testen. Da, 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 da. So, wir sind unter 1000 Kilometer. Und die Periapsis ist auch schon auf einem echt unangenehmen Höhenniveau angekommen. Wir fliegen hier wahrscheinlich auch gerade echt knapp über dem Boden, oder? Oh, sieht man zum Glück nicht, weil es dunkel ist. Gott sei Dank hat niemand Scheinwerfer angebaut. Achthundert Kilometer. Was ist mit Luna 2 passiert? Luna 2 hat einen lunaren Flyby gemacht, hat seine Fruchtfliegen dort beobachtet und ist dann glorreich beim Wiedereintritt in der Erdatmosphäre verglüht. Deshalb Luna 3, weil ich gerne noch rausfinden möchte, wie man es ordentlich macht. So, shit, ich ziehe jetzt hier gerade die Apoapsis rüber, ne? Die Periapsis ist fast nicht mehr vorhanden. Oh. Obwohl, wir könnten eigentlich gleich einen Landeanflug draus machen, ne? Ah, kommt. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Wenn wir schon mal dabei sind. Das sieht doch alles gar nicht so schlecht aus, möchte ich meinen. Guck mal, dann ist jetzt gleich die Periapsis hat jetzt Bodenkontakt und jetzt ziehen wir sie hier noch in unser Landegebiet rein und dann müssen wir eigentlich nur noch bremsen. So einfach stelle ich mir das alles vor. So einfach. Das ist schon eine halbe Landung direkt aus dem Anflug. So, irgendwo hier so. Check. Okay. Gut, jetzt kommt mal die Probe aufs Exempel. Also, wenn wir jetzt, ich nehme mal an, wir sind jetzt wieder hochgeflogen, machen jetzt wieder einen Mondorbit ungefähr hier. So, und jetzt sind wir ja fast in einem Mondorbit. Das sind jetzt 100, 200 Delta V wahrscheinlich, die wir ausgeben müssen, damit es wieder ein Orbit wird. Ne, sogar noch weniger, eher so 36. Okay, und jetzt gehen wir einfach mal Vollstoff in die Gegenrichtung und gucken mal, ob man da... Ah. Das sieht aber gut aus. Oder? 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 Oh. Nee, so machen wir das nicht.
Also, wir machen so. Wartet mal. Ah, Manöver testen. Also, das ist jetzt nicht mein Manöver, was ich jetzt gleich fliege. Das ist nur für den Rückflug geplant, ob es mit 2000 Delta V hinhaut. So, wir machen mal so, dass ich nicht drauf gehe. So. Zack, dann komme ich hier irgendwo raus. Und habe 750 ausgegeben. Das heißt, ich habe jetzt noch 1250 Delta V im Köcher. Und die 1250 Delta V im Köcher benutze ich zum Bremsen nochmal, um meine Periapsis abzusenken auf 60 Kilometer möchte ich gern runter. Warum? Achso, shit. Ich muss mal kurz SAS ausmachen. Ich vergeude Treibstoff, stelle ich gerade fest. 60 Kilometer. Ups. So nicht. Ich bin sehr gespannt, was da gleich für eine Delta-V-Zahl dran steht. So, 57 ist nah genug. Freunde, man braucht überhaupt nicht so viele Delta-V, um zurückzufliegen. Also wir brauchen 1000. Einhundert und ein paar kleingequetschte nach dem Orbit noch. Das heißt, ich habe 1000 Delta wie Puffer für meinen Mondzurückflug. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch die Landung hinbekommen. Das sieht doch vielversprechend aus. Jetzt bin ich aufgeregt, dass ich die Landung hinbekomme. Vor der habe ich ein bisschen Angst mit den niedrigen. Mit den niedrigen Delta V-Zahlen. Mit den niedrigen Thrust-Weight-Zahlen. Wo ist ein guter Punkt? Jetzt ist guter Rat teuer. Also, ich mache jetzt mal anhand von Zeitschätzung. Also, wir haben noch 9 Minuten Burntime in diesen Triebwerken. Hier sind wir in einer Stunde und 4. Hier sind wir in einer Stunde und 17. Was sind mehr als 9 Minuten? Das heißt. Das heißt, wir sollten irgendwie hier so langsam uns einen Kopf machen mit dem Bremsen. Wäre jetzt meine Unterstellung. Vielleicht machen wir es ein bisschen eher, weil ich ein Angsthase bin. Ja, es ist alles sehr exakte Wissenschaft hier. Probieren wir, oder? Mir fällt jetzt zumindest nichts Schlaues ein. Ah, ich warp mal. Warp ich per Hand? Ich warp lieber nicht per Hand. Stunde, eine Minute. Dann habe ich 17 Minuten Zeit bis zum Einschlag. 9 Minuten Zeit habe ich Treibstoff. Wird schon irgendwie hinhauen? Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Hui! So. Gut. Time Warp complete. Wir sind jetzt auf einer geschmeidigen Höhe von 96 Kilometer und wir gehen jetzt Surface Retro. Ich bin echt gespannt. Ich werde mir die zwei Triebwerke mal auf Halde legen. Das ist so meine, ich nenne es mal Notfallreserve, um mir Unterstützung zu holen für die anderen Truster, wenn das alles sich nicht so ausgeht, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Okay, off. SRS an. Jetzt gehe ich ein bisschen über den reinen Retro drüber. Time to Impact noch 15 Minuten, das heißt, wir sind noch ist okay. Denn ich möchte gleichzeitig auch ein bisschen meinen freien Fall bremsen. Ich falle jetzt nämlich momentan mit 106 Meter pro Sekunde nach unten und habe noch 1622 Vertical Speed. Ich glaube, ich würde beides gerne ein bisschen reduzieren, wobei ich die Fallgeschwindigkeit noch gar nicht so viel. Ich würde mal sagen, 20 Grad klingt irgendwie wenig. Ich habe keine Ahnung. I have no idea what I'm doing. Mit so wenig Thrust Weight ist das echt nicht so besonders spaßig. Okay, wir machen mal das Triebwerk an
und bremsen mal. Also theoretisch sollte das jetzt dafür sorgen, dass unsere Apoapsis weniger wird und uns näher kommt. So, wenn ich mich nicht total vertüdelt habe, sollte das hier nicht ganz so schnell zurückgehen. Ja, okay, es geht relativ schnell zurück. Gut, gibt uns dann aber einen guten Eindruck, wie viel... Oh, kann ich irgendwo mir die Suicide Burn Nupsi Nummer mit eintüdeln? Custom Window Editor Orbital Surface Information Misc Angelus Suicide Burn Countdown. Oh wow, der ist gar nicht so weit weg von mir, der Suicide Burn Countdown. 1 Minute 14 macht mir irgendwie Sorgen. Irgendwie macht er mir Sorgen. Warum nur? Der sollte nicht geringer werden, oder? Shit. Ah, so ist okay. Okay, alles klar. Hier ist scheinbar irgendwo die magische Gradzahl, auf der ich mich bewegen muss, damit ich nicht sterbe. Okay, hier irgend... Also ich bin relativ nah dran gewesen mit meinen 20 Grad. Okay, so sinkt es nur sehr langsam. Das beruhigt mich irgendwie. Okay, aber ich brauche die Zusatztriebwerke. Aber wenn ich hier gucke, ich habe noch 1200 Delta V. Ich habe noch 1500 Geschwindigkeit. Ich überschlag das mal kurz im Kopf. Reicht nicht. Okay, dann machen wir ganz kurz aus. Activate. Activate. Okay. Sieht besser aus. Okay, das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Und ich habe jetzt auch eine Trust-Weight-Ratio von 1,87. Müssen wir jetzt halt gut timen. Weil ich möchte die Dinger dann natürlich möglichst bald loswerden. Aber zum Starten reicht mir eine Trust-Weight von über 1. Da bin ich nicht kleinlich, was das angeht. Beim Landen ist es halt echt gefährlich. Kilometer Höhe noch, Surface 82, da darf ich mich auch nicht vertun. So, wir haben noch 9 Minuten. Der Suicide Burn Countdown sagt dir, wie lange du noch Zeit hast, bevor du aufschlagen wirst, bevor du es bremsen kannst. Das ist so kurz auf knapp landen, quasi. So, ich hasse aber Suicide Burns, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Wir können jetzt aber schon mal Fahrtgeschwindigkeit rausnehmen. Müssen wir so oder so. Ich hoffe, dass uns die Außentriebwerke nicht alle gehen, bevor die Landung einsetzt. Sonst wird das hier echt eine peinliche Geschichte. Weil ich glaube, ich kipp um, wenn ich so landen soll. Ich fasse das kurz zusammen. Ich glaube, ich kipp um. Oh Gott. 4 Minuten 9 klingt irgendwie beruhigend. Das ist noch alles super. Hier ist alles super. Ja, beim Start wird die Trust Weight aber nicht 0,99 sein, sondern sie war mit dem mittleren Ding, ohne dass ich Treibstoff rausgebrannt habe, war sie schon 1,18 nach Absprengung der Außentanks. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mehr als 1 haben. Das heißt, starten können wir wieder. Um den Start mache ich mir tatsächlich deutlich weniger Sorgen als um die Landung. Muss ich sagen. So. Und ich würde jetzt mal so lange bremsen, bis mein Suicide Burn Countdown mir sagt, du hast noch eine Minute oder so. So lange lasse ich mich mal fröhlich fallen. Und wir brennen erstmal primär den Speed da weg. So. Damit wir da mal ein bisschen runterkommen. Huch, wer ist denn da aufgeschlagen? Leia, vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen bei den Kommunauten und ganz viel Spaß beim Zugucken. Hast dir einen spannenden Moment ausgesucht, um dazu zu kommen. Du wirst eine epische Mondlandung miterleben oder einen epischen Fail. Das wird man dann alles sehen.
Hier ist aber auch nicht mehr so viel drin, ne? X, ich will nicht mit dem anderen Triebwerk landen. Oh, und dann versaut es mir halt auch relativ schnell. Ich denke so, ich nehme jetzt mal ein bisschen Sinkgeschwindigkeit raus. Trotz allem, ich will nicht zu schnell werden. Ah, schwierig. Nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam, ne? Das ist so, der goldene Grat. Ich glaube, 80 Meter Sinkgeschwindigkeit pro Sekunde sind erstmal okay. Ich brauche bei einer Thrust-Weight-Ratio von 2, brauche ich damit 40 Sekunden, um es abzubremsen. Das ist für mich ein überschaubarer Zeitrahmen. Und die nächste Stage hat momentan auch schon fast eine Thrust-Weight-Ratio von 2. Das sieht doch alles machbar aus. So, ich gucke jetzt hier mal so ein bisschen, wie sich der Vertical Speed entwickelt und versuche den irgendwo in der Nähe der 80 zu halten. Während ich langsam meinen Surface Speed, also den Horizontal, rausblute. Spannende Landung, total spannende Landung. Oh, wir landen aber auch echt völlig woanders. Aber ist egal. Ich bin heute nicht anspruchsvoll. Wenn ich nicht umkippe, wäre es super. Sonst ist das auch wieder dumm gelaufen. Meine Güte, brennen diese Triebwerke langsam. Ich habe immer noch 1000 Meter pro Sekunde Surface Speed drauf. Jetzt nicht mehr. Ist das meine erste Mondlandung im ISS? Nein, es ist meine... Nee, ich glaube meine dritte ist es noch nicht. Es ist meine zweite. Ja, es ist meine zweite. Die andere zweite ist nur ein Flyby geworden. Da hatte ich nicht mehr genug Sprit. Genau, das ist meine zweite. Allerdings, die erste war nur eine Mondlandung. Also da ging es nicht darum, auch zurückzukommen. Das heißt, diesmal ist es so das Advanced. Das habt ihr mir ja aufgequatscht, dass ich diese Mission unbedingt machen soll. Diese Surface Sample Return Geschichte. Das habe ich euch zu verdanken. Danke dafür nochmal. Macht total viel Spaß. Ich bin froh, dass ich kein Pulsmesser dran habe. Noch geht's, aber ich glaube, das wird gleich richtig hässlich. Ja, aber es sieht so aus, es sieht zumindest so aus, als ob das, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, als ob das Delta V mäßig hinhauen könnte. Ich habe gedacht, uns fehlen so knapp 2000 Delta V, de facto haben wir 1000 Puffer. Ich kann es also eigentlich nur verbocken, indem ich die Landung verbocke. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, Sinkgeschwindigkeit geht ein bisschen zu sehr nach oben. Ich stelle jetzt den Winkel mal ein bisschen an. Jawohl, jetzt sinkt unser Vertical Speed wieder. So. Er ist doch sonst so gut im Chat ignorieren, hat er gesagt. Das stimmt, aber da habe ich euch ja gefragt, was ich machen soll. Und ihr habt gesagt, mach die Sample Return Mission. Und ich war ehrgeizig genug, das tatsächlich zu probieren. Ja, jetzt haben wir den Salat. Jetzt müssen wir alle damit leben, wie es ist. Aber bisher sieht's okay aus. Ich habe halt ein bisschen Schiss, dass mir die Dinger hier leer gehen, bevor ich gelandet bin. Also dann ist immer noch eine Landung möglich, das ist nicht so das Problem. Ich habe dann eine Thrust Weight von 1,7. Deshalb halte ich momentan den Suicide Burn Countdown so weit oben, weil der wird sich dann massiv verschieben, wenn ich die Dinger abwerfe, weil wir von, ja, wir fallen halt von 2,57 Thrust Weight auf 1,7 momentan zurück. Die Angst, die ich dann halt habe, ist, dass das Ding umkippt. Also ich werde dann wahrscheinlich nur eine kurze Bodenberührung machen, das Sample nehmen und durchstarten. Darauf wird es vermutlich hinauslaufen, weil ich das nicht lange halten kann.
So, jetzt sind wir wieder bei meinen geliebten 80 Meter pro Sekunde Sinkgeschwindigkeit. Wir haben noch eine Höhe von 60 Kilometer, also ich habe noch Zeit. Time to Impact 4 Minuten 8, das halten wir momentan relativ stabil. Okay. Ich ziehe jetzt mal noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit raus. Dum, 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 dum. Hm, 500 Meter pro Sekunde noch. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht gar nicht so schlecht aus. So, wir machen mal ganz kurz eine kleine Probe aufs Exempel. Was wäre, wenn? So, beide aus. Dann haben wir 3 Minuten 3. Noch Brennzeit. Bei 615 Delta V. Und 3 Minuten. Das könnte klappen, dass ich auf diesen Triebwerken landen kann, ne? Das könnte tatsächlich klappen. Das wäre geil. Also wenn ich gucke, wir haben hier ein bisschen Puffer dazwischen. 595 Delta V habe ich noch. 470 muss ich momentan bremsen. Ein bisschen was wird die Gravitation natürlich draufpacken. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Bei 50 Kilometer mache ich mal eine Zwischenzündung, um zu gucken. Oh, Spannung, Spiel und Spaß. So, 51 Kilometer noch. Wie gesagt, ich habe ja ein bisschen Puffer. Ich kann ja notfalls diese Triebwerke auch wieder hinzuschalten, wenn ich merke, ich habe mich verzockt. Oh, das sieht gut aus. 55 Sekunden zum Suicide Burn. Und ich kann ihn halten. Ja, ich versuche dran zu denken, den Retro rauszunehmen, damit es mir nicht flippt. Sieht echt gut aus. Also ich habe 2 Minuten 39 bis zum Impact und 2 Minuten 37 habe ich noch Sprit. Wenn ich das gut dosiere, könnte das hinhauen. Der Vertical Speed macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich zugeben. Obwohl, er sagt, es geht. Er sagt, ich habe Suicide Burn noch Zeit. Ja, notfalls muss ich hochreißen und die beiden Engines anmachen. Ich glaube, der Suicide Burn wird halt leider nur sehr, sehr sauber nur berechnet, wenn ich senkrecht runterkomme. So, jetzt gehen wir zunehmend runter mit den Triebwerken. 340 hier, 416 hier. Das sieht gut aus. Noch sind wir im grünen Bereich, 39 Kilometer Höhe. Ich glaube, ich nehme jetzt gleich nochmal die kurz mit dazu. Ich bin so aufgeregt. So, ich lasse uns kurz mal... Wie viel Zeit haben wir? 1 Minute 26, alles klar. Ich lasse uns kurz mal auf so 30 Kilometer durchsacken.
Wir haben jetzt wieder 3,0 Trust Weight. Wir fallen halt relativ schnell mittlerweile. Ich hoffe, 30 Kilometer ist noch nicht verzockt, aber eigentlich müsste es reichen, dass wir da noch bremsen können. Wir haben jetzt eine Trust Weight von 3,01. So. Und Feuer frei. Das sieht gut aus. 47 Sekunden, nah dran. Ich bremse uns jetzt mal ordentlich nochmal und dann gehe ich auf die Außentriebwerke in der Hoffnung, dass das hinhaut, was wir hier so treiben. Kilometer. Bis Bodenkontakt. Sieht halt echt knapp aus vom Treibstoff. Ich traue dem Frieden irgendwie nicht. So, Horizontal Speed nähert sich den 100 Metern pro Sekunde. Okay, ich schalte jetzt nochmal um auf. So, wir haben noch 200 und ein bisschen zu 161. Oh, das ist knapp. Das ist echt knapp. Aber theoretisch müsste es hinhauen. Aber das sieht nicht so aus, als ob das hinhauen würde. Warum glaube ich ihm das nicht? Guckt euch dieses bisschen Treibstoff da an. Aus irgendeinem Grund glaube ich ihm das nicht. Okay, ganz ruhig. 1:12. Okay, wir können jetzt Suicide Burn mäßig relativ weit runter. Ich gehe jetzt mal auf. Also wir sind eine Minute Dings. Wir brauchen 20 Sekunden ungefähr, um das runterzubrennen. Also die Sicherheitstoleranz nehme ich mir jetzt mit. Das wird mir zu gefährlich sonst. So, wir machen den nächsten kurzen Bremsburn bei 10 Kilometer Höhe. Zwölf. Okay, wir haben noch Toleranz. Warum zeigt er mir den Suicide Burn Countdown nicht an, während es aus ist? Das ist unglaublich. Okay, ich habe angeblich noch 34 Sekunden Luft in den Triebwerken drin. Das heißt, wenn ich jetzt anmache, das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Warum sind wir so schnell? Warum macht mir das Angst? Langsamer. 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 Irgendwas, ich hab das, ich träume irgendwie mit der Berechnung nicht. Irgendwie haut das nicht hin in meiner Welt.
sage ich ja. Komm schon, stage das weg. Oh, bitte reicht noch. Oh Gott, es reicht, glaube ich, gerade so. Also, wir haben echt 3 Sekunden Puffer oder sowas. Nicht umkippen. Nicht umkippen. Ist jetzt die Devise. Oh mein Gott. Meter noch. Ja, ja, ich denke an den Retro, aber noch muss ich ein bisschen seitlichen Speed bremsen. Suicide Burn Countdown. Okay, jetzt ist er wirklich da. Ich werde ein bisschen. Oh Gott, bitte reiche noch, bitte reiche noch. Jetzt hat er sich komplett verabschiedet. Zeigt mir gar nichts mehr an. Doch, jetzt zeigt er wieder was an. Oh Gott. Was für ein knapper Scheiß. 400 Meter noch. 20 Meter pro Sekunde. Komm, ich brauche nur eine kurze Bodenberührung. Das reicht mir schon. Komm. Komm nicht zu schnell auf. 200 Meter noch. Oh Gott. Wird das ein Horror. Gott, ich weiß nicht, wie ich das alles gleichzeitig machen soll. Horror. Horror. Fuck. Das war's nicht. Komm schon, Mann. Nose, komm, zieh die Nase hoch. Ich krieg die Nase nicht hoch. Verdammt. Okay, die gute Nachricht ist, ich habe das Science Sample, glaube ich. Ist natürlich jetzt genau das passiert, was ich nicht wollte. Irgendwo eine Rampe, die mir helfen würde? Versuch mal Klo, ne? Ja, Freunde, wir haben nur eine Chance. Das heißt, versuchen die Nase hochzubekommen, bevor es mich killt. Vielleicht da oben an dieser Bodenwelle. Alles oder nichts. Oh oh, das war nichts. Okay, schade. Sehr, sehr schade. Ich würde sagen, den Fail-Counter gönne ich mir. Ganz knapp nicht geklappt. Jetzt werden wir natürlich auch nicht rausfinden, wie das mit dem Wiedereintritt ist. Da müssen wir auf die 60 Kilometer jetzt pokern, wohl oder übel. Schade, schade, schade. Fast gut. Aber die Rakete an sich funktioniert. Ich muss noch ein bisschen sauberer fliegen und mehr die mittleren Triebwerke bei der Landung benutzen, damit ich Puffer habe für die äußeren, damit ich auf den 4 äußeren landen kann. Dann stehe ich nämlich auch stabil. Das ist aber machbar. Also es ist auf jeden Fall machbar, mit dieser Rakete den Lunar Sample Return zu fliegen. Und wir haben noch 264 Tage Zeit, also es ist nicht so, als ob wir irgendwie im Stress baden würden, was die zeitliche Komponente angeht. Ich kann nach dem Lunar Flyby direkt versuchen, den Sample Return nochmal zu machen.
Gut, dann haben wir jetzt aber erstmal 14 Tage verstreichen zu lassen. Dass wir die Mature Capsules fertig bekommen. Damit wir uns unser Mondlande-Nupsi-Ding bauen können. Mondlande-Mondvorbeiflug-Nupsi-Ding. Das wird zumindest mein nächstes wissenschaftliches Anliegen sein. So. Mature Capsules erledigt. Jetzt überlege ich gerade, Improved Stage Combustion könnte man sich mal gönnen, weil das wahrscheinlich für meine Antriebe nicht schlecht sein wird. Die Frage ist nur, habe ich es schon in der Tech-Liste drin? Yes. Jetzt machen wir aber erstmal Miniaturization. Das ist auch nicht schlecht. Early Hydrolox. Weiß ich gar nicht, ob mir das so viel bringt. Ich glaube, das machen wir mal so rum. So. Was ist in Advanced Construction drin? Ist da irgendwas Wichtiges? Hm, also Apollo-Kram, ne? Saturn-Kram. Okay. Gut. Schauen wir mal, was ich so brauche. Wo gehen wir hin? Hier gehen wir hin. Eine fast gute Mondlandung, kann man doch nichts sagen. Also die Mondlandung war super und das Abheben war ein bisschen problematisch. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir unser Raumschiffchen bauen dafür. Und zwar brauchen wir. Was wir bauen werden, ist eine Sojus 7KL1. Das war das Raumschiff, was dafür gedacht war, den Lunar Flyby zu machen. Das hat bemannt niemals stattgefunden. Das heißt, ab jetzt wird es ein bisschen improvisieren. Aber die Pläne sind bekannt. Das heißt, wir brauchen das Descent-Module auf jeden Fall. So. So geht der Spaß los. Das ist das Teil, was zurückkommen wird. Hoffentlich. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Sachen. Da müssen wir jetzt mal nach Sojus suchen, was es da noch so gibt. Wir brauchen ein OK T-Log. Also das sind die ganzen, also es gibt von Sojus halt echt viel Krimskrams. Wir brauchen aber nicht alles. Ich glaube, OK-Modul müsste das reichen. Ein KT, jetzt muss ich mal kurz bei Wikipedia nachlesen. Based on the Sojus 7K OK. Removal of the Orbital Module. Jawohl. Okay, das heißt, wir nehmen aus dem 7KOK das Orbital Module nehmen wir raus. Das werden wir uns nicht holen. Aber wir nehmen das Service Modul mit. Oh Gott, 75.000 schon wieder. Das ist jetzt ein bisschen teuer, der Spaß. So, zack. Meine Güte. Decoupler kostet auch nochmal 7.000. Wir haben es ja. Jetzt wird es richtig teuer. So, wie funktioniert das hier? Irgendwie so wahrscheinlich. Ja. So, da müssen wir noch ein Hitzeschild auf jeden Fall dazwischen bauen. So. Vermute ich zumindest. Dann. Ach, Solarpanels. Für 70. Was? Für 70.000? Linkes Solarpanel. Rechtes Solarpanel. 70.000. Sind die völlig wahnsinnig? 600 Watt. Okay. Ist natürlich ein Argument. Ich habe hier 189. Wie viel Strom braucht denn diese Sojus-Kapsel?
20. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum muss ich 1200 Watt Strom erzeugen, wenn ich 20 Watt verbrauche? Moment. Das Orbital-Modul vielleicht? Vielleicht verbraucht das ja so viel Strom. Seht ihr genauso wenig wie ich? Okay, ich künstlerische Freiheit. Ich muss jetzt mal was testen. Lasst uns doch mal. Also, wenn das 20 Watt verbraucht, dann unterstelle ich, dass das mit zwei Solarpanelen aus dem Typ 121 Watt, das sind dann 240 Watt, das ist deutlich, deutlich mehr, als wir je im Leben brauchen werden. Die klemme ich jetzt hier mal ran. Das sieht ja auch fast wie eine Sojuskapsel dann aus. So, und jetzt machen wir mal jetzt. Jetzt wird es Zeit, mal tatsächlich was zu simulieren. Sojus 7K-L1 ist das dann. Ich wollte Original fliegen. Ja, ich ignoriere dich jetzt aber mal ganz kurz, weil das Original fliegen wegen zwei Solarpanelen heißt 140.000. Guck mal auf meinen Kohlestand. Und ich bin nicht bereit, 140.000 für zwei Solarpanels auszugeben, wenn das Ding nicht irgendeinen dienstlichen Zweck erfüllt. So, lass mich mal kurz gucken. 9 Tage, 9 Tage, bla bla. Infinity Elektrizität, sagt er. Okay, jetzt machen wir mal eine Sim mit dem Ding. Achso, wir stopfen da mal zwei Leute rein. Ah, sitzen schon zwei Leute drin? Sehr vorbildlich. Jetzt machen wir mal eine Sim in Orbit der Erde auf, keine Ahnung, 200 Kilometer Höhe oder so. So. Sim Setup Cost, das kann ich vertragen. Fehlt noch irgendwas? Ich glaube nicht. So. Ich will jetzt mal wissen, ob das stromtechnisch funktioniert. Weil wenn das Strom mäßig hinhaut, dann verzeiht mir, wenn ich diese Mission erstmal noch erfolgreich abschließen will. Und das ist so nicht ganz korrekt, da Daxa. Die Lok-Module später, also die den Orbit einschlagen und die Mondlandung machen, die waren auf Brennstoffzelle ausgelegt. Die Sojus 7KL1 war tatsächlich auf Solarzellen ausgelegt. Kann man sich übrigens, ich gebe euch mal den Link dafür, woher ich meine schlauen Weisheiten nehme, hier ganz schön angucken. Der Flyby war tatsächlich auf Solarzellen ausgelegt. Und das könnt ihr euch da mal angucken, wo ich meine Bastelanleitung hernehme. Genau, so hätte das dann ausgesehen. Und ja, die sehen ganz cool raumschiffmäßig aus, die Solarpanels, aber die sehen nicht 140.000 Rubelmäßig cool aus. Und jetzt sind wir im Stromverbrauch. Jawohl, ich verbrauche Strom. So. Und jetzt machen wir mal eine kurze Simulationsrotation. Guckt euch das mal an. Hier, ich bin gerade mal irgendwie um die Erde rum. Ich bin knapp in der Sonne und habe genug Strom. Also ich werde die 140.000 jetzt nicht ausgeben. Ich werde die kaufen, sobald ich ein bisschen mehr Kohle auf dem Konto habe, einfach um die Sojus-Kapseln auch original aussehen zu lassen, weil das Schöne ist, dass diese Solarpaneele für alle Sojus-Kapseln gelten. Aber ich kaufe sie jetzt nicht, weil das Risiko, dass ich an dem Test jetzt pleite gehe, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu groß. Ihr seid echt penetrant, was das angeht, ne? Lasst mich mal erstmal die restlichen Teile noch kaufen, weil ich bin noch nicht fertig. So. Also, soweit alles gut, das funktioniert. Und wir hatten 7, 9 Tage? 9 Tage, glaube ich, Zeit. 9 Tage müsste reichen für einen Flyby. So, jetzt brauchen wir als nächstes ein Hitzeschild. Damit wir beim Wiedereintritt nicht jämmerlich draufgehen. Dafür müsste ich jetzt mal wissen, wie groß das sein muss. Zwei Meter ist ein bisschen klein. 2,30 Meter ist auch irgendwie eigenartig.
Ist ein Sojus Heat Shield? Schnepper! Oh. Leo? Luna rated. 3200. What? Wollte ich mich gerade beschweren? Ich möchte mich nicht beschweren. Ablator. Loss at 2000k, 0,4 Units. 200. Okay, hier ist mehr Ablator drauf. Ja, dann würde ich doch aber sagen, ist es das hier, oder? Das Lunar Rated Heat Shield. Zack. So. Jetzt ist weg. Hallo? Müsste so ein Heatshield nicht irgendwie vor der Kapsel sein? Ich glaube, so ist irgendwie besser, oder? Das macht mir ein bisschen Sorgen, ob das funktioniert. Aber das scheint der Decoupler zu sein dafür. Okay, so sieht's aber gar nicht so schlecht aus, wenn man es so zusammendengelt. Jetzt mal so aufs Bild gucke. Kann man so werten, würde ich sagen. Der Heatsheet ist falsch am Decoupler. Stimmt, das ist ein Argument. Das ist ein Argument. Der Heatshield muss daran. Das sieht aber auch richtig kacke aus. Hä? Warum? Warum ist da so Luft dazwischen? Okay, jetzt ist es irgendwie wieder okay. Aber ich würde gerne das Heat Shield, oder? Was sagt ihr? Ich würde das ein bisschen ranschieben. Wir simulieren das gleich nochmal, ob es dann noch funktioniert. Weil ich finde das irgendwie ein bisschen doof, wenn das optisch so absteht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das muss ja schon ordentlich sein, ne? Wir wollen ja hier nicht irgendwie kurze Hose Holzgewehr zum Mond fliegen. Wenn das die Amerikaner nachher sehen auf den Fotos, dann machen die sich wieder über uns lustig. Also ich hätte es ja so gebaut, dass das quasi so abschließt. Da würde ich mich sehr hitzegeschützt fühlen. Wenn es so ist. So. Jetzt kommt das dahin. Bis dahin und dann freuen sich alle. Raumschiff! Wollen wir mal einen Wiedereintritt simulieren? Achso, einen Fallschirm braucht man dafür noch, ne? Gibt es denn hier Fallschirme? Sojus 7K LOK Descent Module Parachute. Nee, das ist er nicht. Also ihr seht, da gibt es dann noch so ein paar Sachen und das ist auch alles schweineteuer. Soyuz 7K Series Main Parachute. Attach on top side of descent module. Für schnäpperliche 25.000 gekauft. So, attach on top side of descent module. So. Aber dann ist er ja weg. Das wirkt auch nicht so original, ne? Remove Thermal Covers. Okay, da ist auf jeden Fall so ein Loch.
Aber ist das nicht schlecht, wenn man da. Okay, da passt der auch scheinbar rein. Der ist wohl hier so gedacht. Okay. Aber wenn ich jetzt. Wirft man die ab? Hallo? Hat hier jemand Ahnung von Sojus? Muss ich die abwerfen, damit ich den Fallschirm öffnen kann? Warum schreibt da keiner was zu? Das sind so wichtige Sachen. Das hätte man ja mal reinschreiben können bei Wikipedia. Okay. Das sieht auch so aus, als ob da noch irgendwas ran müsste, oder? Ja, wir testen das gleich. Okay, jetzt haben wir einen Fallschirm. Was kommt auf diesen Trichter da oben drauf? Ich will nicht, ich will nichts mehr kaufen. Guck ich hier, oh, ein Dockingport, nur 70.000, heute im Angebot. Die sind ja alle verrückt, sind die ja. Ich glaube, normalerweise kommen dann hier die Orbitalmodule drauf. Aber bei der Sojus 7K L1 haben sie da oben so ein Gedöngel mit einer seitlichen Antenne drauf gebaut. So ein Gedöngel sehe ich ja aber nirgendwo. Und ich werde das da nicht für 25.000 kaufen. Das ist auch irgendwas anderes. Under the Service Module? Nee. Gucken wir doch mal, ob wir ein strukturelles Part finden, was der Sache so ein bisschen ähnlich sieht. Das ist aber auch schwer zu erkennen. Ist ein Staging für das Cover? Ba, 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 ba. Ist ein Staging für das Cover? Nope. Wir werden es gleich testen, was das Ding so kann, nicht kann. Wir machen auch, also da machen wir auf jeden Fall eine Simulation von, weil ich möchte gern wissen, dass die Kerbals sowas Ähnliches wie eine Chance haben, zurückzukommen und nicht elendig verrecken. So, jetzt müssen wir da vorne aber irgendwie sowas. Das sieht echt scheiße aus, was sie da vorne rangebaut haben. Aber vielleicht finden wir irgendwas, was genauso scheiße aussieht und nicht 27 Milliarden kostet. Irgendwie sowas hier. So ähnlich sieht das aus. Ah, guck mal. Das ist doch. Das ist ähnlich hässlich wie das, was ich da bei Wikipedia sehe. Komm, attach da, du Nupsi-Ding. Warum willst du nicht attachen? Ich weiß, du möchtest das. Wo wird gemogelt? Es gibt dieses Teil nicht, dieses runde Aufsatzding. Ich muss das improvisieren, ob es euch und mir gefällt oder nicht. Ich hätte auch gerne diese seitliche lustige Antenne. Ich habe den Wikipedia-Link ja gepostet. Aber ich habe diese Dinge einfach nicht. So ähnlich sieht das zumindest aus, wenn ich mal. Also wenn ihr mal bei Wikipedia guckt, in dem Link, den ich gepostet habe, sowas Ähnliches in Grau ist da vorne dran. Und dann steht seitlich so eine Antenne ab. So was Antennenmäßiges habe ich aber auch nicht, was so aussieht. Das ist Apollo-Kram. Das, wenn ich das aufbaue, verklagen mich die Amis. Gemini ist auch nicht meins. Also ich könnte jetzt hier sagen, ich baue da so seitlich irgendwie da so ein Antennchen an. Irgendwie seitlich zu den Solarpanelen haben die das hingemacht, wenn ich das richtig sehe. Aber so eine Schirmantenne habe ich halt nicht. Also da müsst ihr mir leider verzeihen. Wo ich könnte so eine Antenne auf den Stock setzen. Wartet mal. Wir könnten natürlich so tun. Das käme der Sache zumindest so lala nahe. Und dann setzen wir hier so eine Antenne drauf. Nee, das soll kein Schild sein, sondern das Orbital Module, was hier normalerweise oben drauf kommt, das wurde entfernt. Also das steht auch gleich im ersten Absatz mit drin. Und replaced by a support cone. Support cone, was auch immer das heißt.
Und eine High-Gain-Parabolantenne. High-Gain-Parabolantenne, seht ihr hier, professionell dargestellt. Und einem Reservefallschirm. Reservefallschirm. Man könnte natürlich einen Reservefallschirm draufpacken. Da steht jetzt, das Ding hat einen Reservefallschirm. Ich baue mir jetzt auch einen Reservefallschirm drauf. Weil ich es kann. Das ist ein bisschen groß. Das sieht blöd aus. Was? Hat in allen Ehren gesagt, dass er original fliegt und das ist zumindest von meiner Seite nicht ernst gemeint. Kitty, was genau stört dich denn, dass ich dieses Teil nicht habe? Ich habe dieses Teil nicht und ich habe auch diese Antenne nicht und versuche es so gut wie möglich nachzubauen, aber elaboriere gerne, was dich stört. Dann kann ich da auch drauf eingehen, weil ich. Was soll ich machen mit Teilen, die nicht da sind? Ich habe euch ja den Link gepostet, da seht ihr, wie die Sojus aussieht. Und da versuche ich so nah wie möglich ranzukommen mit dem, was KSP mir gibt. Oder hängst du immer noch an den Solarpanels? Ach so, du meinst das gar nicht ernst. Was nehmen wir denn als Reservefallschirm? So ein. Ich will halt nicht, dass das zu abgefahren aussieht. Wir können ja da einfach. Es ist ja nur ein Reservefallschirm für Notfälle. Pack den da jetzt mal rauf und versenkt den ein Stück. So. Also, da steht halt, dass es einen Reservefallschirm gibt, der da oben eingebaut ist. Was Schlaueres fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auch doch, oh, wartet, mir fällt was Schlaueres ein. Wir könnten diesen jener welchen nehmen. Ah, shit. Den kann ich nicht. Doch, den kann ich hier kleiner machen. Irgendwo previous size. So. Und dann kann ich den versenken. Den müssen wir gleich einmal testen, ob der dann als Reservefallschirm noch funktioniert. So ähnlich sieht das dann nämlich auch aus auf dem Bild. Da ist irgendwie so ein Kreis im Kreis drin. 8100 Delta V reichen ja für einen Erdorbit. Das ist jetzt, Clayton, das ist jetzt die Frage, die du mir stellst. Bezieht sich die auf KSP? KSP, KSP oder bezieht sich die auf Real Solar System in Originalgröße? So. Das ist doch fast original und wiegt oh, 7,1 Tonnen. 7,1 Tonnen auf dem Moonfly beibringen, das wird echt lustig. Okay, aber ich würde sagen, jetzt testen wir der Gerät erstmal. Mit RSS solltest du 9400 Delta V einplanen. Ich poste mal einen Link für alle, die sich im echten Solarsystem austoben wollen. Das ist eine Delta V Map für. In echt und so. Und da steht recht deutlich 9400 Meter pro Sekunde für einen Low Earth Orbit auf 250 Kilometer Höhe. So, das wäre jetzt mal die Grundlage, mit der ich in eine Simulation gehen würde. Hier scheint ein Triebwerk eingebaut zu sein. Das heißt, ich würde uns jetzt in einen 150 Kilometer Erdorbit zappen in der Simulation. Und dann Bremsmanöver einleiten. Einfach um es mal zu probieren, wie das so funktioniert. Und dann probieren wir mal zu landen. Mal gucken, was die Fallschirme so dazu zu sagen haben. Spannungsspiel und Spaß. Schwupp. So, und wir liegen ja auch noch ganz gut in der Zeit, sehe ich gerade. Also wir haben ja noch so eine Stunde gut und gerne. Gut, also, jetzt gucken wir mal kurz Triebwerk, irgendwelche Fallschirmsachen. Was tut das? Ah, das scheint nochmal. Ach, stimmt, die Sojus-Kapseln haben, glaube ich, irgendwie so ein Treibstoffding kurz bevor sie landen, ne? Machen die nochmal so Treibstoff. Das ist wahrscheinlich das da. Also machen die nochmal so einen Triebwerksschub, um sich zu bremsen, dass sie nicht ganz so hart aufschlagen. Das ist dann also das Letzte. Das hier ist der Heatshield, den hätte ich gerne noch eine Weile. Und das hier ist der Decoupler. So müsste es theoretisch funktionieren. Theoretisch. Das hier finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt.
Würde ich das gerne. Ich weiß nicht, wie sich das bei der Landung auswirkt, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Es ist ja nur eine Simulation. So. Fingers crossed, wir gehen jetzt mal. Nee, das ist falsch. Fingers crossed, wir gehen jetzt mal in den Erdorbit. Erde 140, 100. Ja, von mir aus auch das. Es ist auf jeden Fall über der Atmosphäre. Startsimulation. Ach komm, lass uns 150 machen. Da haben wir ein bisschen mehr Speed drauf. Startsimulation. Ja, kann schon sein, dass er unwuchtig wird mit der Antenne. Das testen wir jetzt. Mal gucken. Hatte ich Kurbels drin? Ach, die hatten sich, glaube ich, schon reingesetzt. So, erster getesteter, simulierter Wiedereintritt mit der Sojus, die Theorie. Also nicht, dass ich schon mal eine Sojus in den Orbit geflogen hätte. Ich kaufe mir einfach direkt eine, um einen Mondflyby zu machen. Oder einen lunaren Flyby. Das ist zumindest der Plan. Aber jetzt testen wir erstmal, ob wir das Ding aus dem Erdorbit in einer Simulation in einem Stück gelandet bekommen oder ob es uns in tausend Teile zerbricht. Schauen wir mal. Zauber, Zauber, Orbit. So. Okay. Erste Amtshandlung ist, ich warp uns mal ins Licht, damit ihr auch was davon habt. Na? So. Wunderschönes Licht. So, gut, also hier machen wir mal unsere Solarpaneele auf. Und jetzt gucken wir mal, was man hier so alles rumspielen kann. Muss man das Ding hier eigentlich ausrichten? Ja, das muss man auf die Erde ausrichten dann. Gut, ist jetzt nicht so wild. Okay, wir laden Strom auf, auch mit der Antenne. Was kann man hier so tun? Activate Engine, Analyze Telemetry, Turn Descent Mode on. Okay, das können wir uns mal alles angucken. Im Descent voraussichtlich. Gut. RCS ist enabled. Das heißt, in der Theorie. Das aus. Müsste ich das Ding drehen können. Tatsächlich. Ach, witzig. Okay, sehr schön. Es hat schon mal RCS. Wie viel verbrauche ich da so? Relativ wenig. Das ist überschaubar. Sehr gut. Ist es nicht schön? Schon irgendwie schön, oder? Oh, hier unten kann man auch noch Sachen machen. Extend Antenna. Das da? Echt jetzt? Das ist ein bisschen peinlich, Freunde, ne? Das nennt ihr eine Antenne? Was ist das denn? Eine Antenne für Ameisen, oder was? Okay, hier seht ihr die krassen Sojus-Antennen. Naja, gut. Warum hat das auch einen Descent-Mode? Wer weiß das schon so genau? So, jetzt versuchen wir mal auf dem Retrograde zu bleiben. Das sieht auch gut aus. So. Okay. SAS. Bis hierhin? Oh, ich will mal nach von drinnen gucken. Ah, sehr cool. Ist schon schön gemacht, muss man ihn lassen. Ist schon schön gemacht. Atmosphäre? Keine. Vakuum. Höhe, ihr seid tot. Gut. Gut, dann würde ich mal sagen, bremsen wir mal. Und ich bremse mal so hart, wie es die Kiste hergibt. Also theoretisch müsste ich mit einem Staging das Triebwerk ankriegen und dann. Ah, tatsächlich, da passiert was. Okay, wir bremsen. Jetzt gucken wir mal, wie weit. Also ich bremse die jetzt mal absichtlich so hart ab, wie es irgendwie geht, weil ich will so steil wie möglich rein, um so viel Hitze wie möglich zu erzeugen und auch zu gucken, was passiert. So, parallel. Das ist der Reserveschirm. Den testen wir auch gleich mit, aber wir machen erstmal den Schirm hier. Toggle Info. So. Der ist, weiß ich nicht, 25.000 ist wahrscheinlich ein bisschen arg zeitig. Ich würde mal sagen, den machen wir mal so bei 8000 Metern auf. Für ein Pre-Deploy. Und bei 4000 Full-Deploy. Zack. Und den anderen machen wir. Ist ja ein Reserveschirm. Wenn das nicht klappt. Hui, ich glaube, ich mache eine Landung gerade. Wenn das nicht klappt, also irgendwo nach 4000 Metern. Bei, ich sag mal, 3,5 geht er auf und
Macht dann bei 1500 auf. So. Arm und Arm. So, die Parachutes sind scharf. Und wir kommen jetzt, glaube ich, in einem richtig hässlich steilen Winkel runter. Na gut, so schnell sieht das gar nicht aus. Hatte ich mir irgendwie steiler vorgestellt gerade, aber. Oh nein, Südamerika. Zum Glück ist das nur eine Simulation. Sonst kommen uns die Amis gleich holen. Okay, man kann echt lange entschleunigen, scheinbar, mit so einer Sojus-Kapsel. Also das Triebwerk brennt wohl eine Weile. Ja, spannend. Spannend, spannend. Tolles Raumschiff. Also ich finde, das sieht jetzt langsam mal echt nach einem Raumschiff aus. Und normalerweise kommt hier halt noch irgendwie das Orbitalmodul dran und dann die Landefähre. Also das ist nachher das, was wir zum Mond fliegen. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut, in der Theorie würde ich jetzt von ausgehen, dass wir. Was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass hier auch ein Descent Mode. Ich muss mal kurz googeln, wie ein Soyuz Descent funktioniert. Soyuz Descent. Es gibt von der NASA eine Le Seite dazu, in. Aha. So. Okay, ja, Soft Landing Engines, das habe ich verstanden. Auch vier Parachutes in der Sojus. Warum habe ich eigentlich nur einen? Verstehe ich nicht. Okay, hat sich vielleicht weiterentwickelt seitdem. Aber da steht jetzt nicht so viel dazu, ob man dieses Modul noch mit benutzt. Ich würde es abwerfen. Weil Hitzeschild und so. So, ich mach mal kurz Physics Time Warp an. Oh, der Spaß kostet schon echt viel Geld, ne? Da. So, wir sind gleich in der Atmosphäre. Solange wird, wie gesagt, noch gebremst. Ah, jetzt wird es langsam auch ein bisschen steiler. Das wird gut. Das wird ein schöner, steiler Abstieg. Ich weiß es nicht, ob der Fallschirm 4 rauswirft. Werden wir gleich sehen, was passiert. Wir haben den Fallschirm scharf gemacht. Wir werden es rausfinden. Auf die eine oder die andere Art und Weise. Und diesmal ist es noch quasi for free. So, jetzt sind wir in der Atmosphäre angekommen und unser Sprit ist auch gleich alle. Ich mache jetzt mal Folgendes. Zack. SHS kurz aus und jetzt kommt das hier. Okay. Das wirkt jetzt nicht so erfolgreich, wie ich mir das vorgestellt hatte, ehrlich gesagt. Gut, hier kann man jetzt nichts machen, weil keine Avionics. Tja, dann harren wir doch mal der aerodynamischen Kräfte, die da kommen. Also das Abtrennen war nicht so super erfolgreich. Das müssen wir vielleicht nochmal testen. Das hatte ich mir irgendwie ein bisschen spektakulärer vorgestellt. So im Sinne von, es wird wirklich abgetrennt. Da wurde nicht so wirklich viel abgetrennt. So, und jetzt gibt es hier einen Descent Mode. Den würde ich mal anmachen. Mal gucken, was passiert. Irgendwas verschiebt sich vom Sichtfeld her. Ansonsten passiert aber noch nicht so viel. Ja, vielleicht war der freie Raum zu was gut. Das mag durchaus sein. Mal gucken. Aber deshalb simulieren wir es ja, damit wir uns nicht wehtun im echten Leben. So, meine Hoffnung ist zumindest, dass jetzt irgendwie sobald ein bisschen Luftwiderstand kommt, das Ding vielleicht abreißt oder so. Aber die Separation sollten wir noch ein bisschen perfekter hinbekommen. Das war.
Nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Okay, jetzt passiert irgendwas. Okay, die Solarpanel sind schon mal weg. Erfolg! Das ist nicht so gut. Ja, jetzt schüttel uns raus, komm. Schüttel uns raus. Oh, das wird ganz schön heiß, das Ding. Wahrscheinlich explodiert es gleich einfach. Schlechte Nachricht ist, dass auch meine Sojus-Kapsel dadurch natürlich echt beschissen heiß wird. So ist das, glaube ich, nicht geplant mit dem Wiedereintritt. Oder nicht gedacht. Schöne Sache ist, dass es funktioniert bisher, aber... Also wir leben noch. Aber ich glaube, die Idee ist ein bisschen anders. Hinter der ganzen Geschichte. Wir simulieren es jetzt trotzdem mal durch. Mal gucken, was passiert. Vielleicht, aber es scheint auch nicht zu explodieren oder sowas. Jetzt meine nächste Hoffnung wäre, wenn der Fallschirm rauskommt. Also das, so können wir auf jeden Fall nicht vom Mond zurückkommen. Da sind wir deutlich schneller. Das müssen wir noch sauber hinkriegen mit der Abtrennung. Das müssen wir gleich nochmal simulieren. Wahrscheinlich mit diesem Abstand vom Heat Shield. Einfach mal original lassen. Das sieht dann zwar nicht schick aus, aber... Wenn es jetzt nur für den Descent zum Schluss ist, dann ist es halt so. Ja, ich weiß gar nicht, das Ding hat halt auch einen Descent-Mode, ich weiß es nicht. Das Service-Modul scheint relativ viel abzukönnen. Offensichtlich. Mehr als ich erwartet hätte. Okay. Bis hierhin schon mal gar nicht schlecht. Sogar unsere, seht ihr das? Unsere geile Antenne hat überlebt. Das wäre noch viel lustiger. Wir kommen da echt unten mit der Antenne an, oder? So, jetzt wäre meine Hoffnung natürlich, wenn der Fallschirm irgendwann mal kommt. Das sind jetzt 8000 Meter dann. Das simuliere ich jetzt mal mit, also das Time Warp ich jetzt mal. Bei 8000 Meter kommt der Fallschirm. Ob der uns dann rausreißt aus dem Service-Modul. Ist jetzt ein bisschen teurer Spaß, aber wir müssen, also der Punkt ist, so ein Kerbel kostet 10.000, wenn ich den neu kaufe. Da gehe ich jetzt lieber den Simulationsspaß ein. So. Hallo? Nicht? Seid ihr alle völlig... Ah! Okay. Welcher ist jetzt rausgegangen? Okay, das scheint jetzt der Sojus. Okay, man muss die Thermal Covers entfernen. Was gelernt? Also mit den Thermal Covers keine gute Idee. Eine Landung zu machen. So, wir hängen immer noch in dem Zeug drin. Das ist nicht gut. Ich jettison mal die nächste Stage. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Der Zersiedler, vielen lieben Dank für dein Abo und damit hast auch du die 4 Monate voll. Also jetzt, wo ich den, dann das, die Geste war natürlich nicht für dich, die Geste war für diese verdammte Sojus-Kapsel, den Heat Shield, den ich abgeworfen habe. Das hat dann funktioniert. What the fuck? Okay, also das mit der Separation müssen wir nochmal üben, aber Dinge gelernt. Also gelernt haben wir. Man muss die Thermal Cover entfernen, dann kommt auch der Fallschirm sauber raus. Jetzt können wir mal die hier cutten. Mich interessiert mal, wie schnell wir mit dem Schub sind. Also wir kommen dann mit 7 Metern pro Sekunde, oder? Das ist okay. Das heißt, der Reserveschirm ist tatsächlich Reserveschirm. Den können wir für ganz kurz vor dem Boden machen, wenn echt nichts funktioniert. Oder so wie er jetzt ist, nur noch ein bisschen mehr Puffer lassen, dass ich ihn einfach auch wieder abschalten kann, wenn wir nicht brauchen. Thermal Covers müssen weg und wir müssen das Staging jetzt nochmal klären. Dann sind wir aber schon relativ fein. Revert to Vehicle Assembly Building. Das heißt, was ich jetzt nochmal testen würde, ist einfach nur in den Orbit hochzugehen, nachdem ich das mit dem Staging nochmal gemacht habe. Einfach das Staging durchspielen, weil eigentlich muss im Orbit sich das Ding schon auftrennen lassen. Wenn das nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Und dann haben wir es. Dann hätten wir.
theoretisch ein funktionierendes Raumschiff. So. Also das hier war irgendwie nicht so original. Jetzt nochmal eins nach dem anderen. Also, wir brauchen einen Soyuz Heat Shield. Check. Und jetzt lasse ich den einfach mal so. Und wir brauchen den Soyuz Decoupler. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, der attached nicht. Der hat sich nicht an den Decoupler attached, sondern an den Heat Shield, oder? Das ist nicht, was ich wollte. Ich würde gerne dieses Teil hier irgendwie. Decoupler for Soyuz 7K Series Service Module. Das scheint aber schon der richtige zu sein. So. Das ist ja jetzt wieder ein Getüftel hier. Vielleicht so. Das ist jetzt die große Frage. So. Zack. Vielleicht muss man ihn da tatsächlich reinschieben. Probieren wir mal. So. Das ist erste Unterstellung. Zack. Erste Unterstellung, Erdorbit, Startsimulation. So, jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Das war jetzt die Variante, wo wir den Decoupler reingeschoben haben und nicht die untere Position verwendet haben. Ob der jetzt sauber decoupelt oder ob der auch hängen bleibt. Und dann hätten wir noch die Variante, den ein bisschen tiefer anzusetzen. In der Hoffnung, dass er sich dann löst. Spannend. Gefummel, Gefummel, Gefummel. Und Orbit. So, wie gesagt, wir machen jetzt auch keine Landung oder sowas. Wir machen einfach nur. Bleibt wieder am Heatschild hängen, ne? Jawohl. Diesmal scheint er nicht ganz so fest drin zu hängen. Aber doch, irgendwie hängt er immer noch. Ne, er löst sich diesmal. Aber so richtig geil ist das auch nicht. Okay, aber er decoupelt schon mal. Also. Terminate. So, das war ja nicht so teuer. Ich gucke jetzt nochmal, ob die Force Percent irgendwie umstellbar sind. Ansonsten probieren wir jetzt nochmal die tiefer gesetzte Version, ob er dann weggeschossen wird tatsächlich. Force Percent ist 100. Okay. Gut, dann nehmen wir jetzt der Gerät. Und machen das nochmal in der. Also, wir hatten es jetzt eben hier oben. Ne? Jetzt haben wir es hier oben, jetzt setzen wir es mal hier unten an. So. Und gucken wir mal, was jetzt passiert.
Ich glaube ja, dass er jetzt hängen bleibt. Aber ich bin gespannt. Na, ich glaube, der Heat Shield. Also Slash schreibt, dass der Heat Shield da irgendwie nicht richtig ranpasst. Ja, aber es ist der einzigste Lunar-Rated Heat Shield, den ich habe. Ich möchte es nicht mit einem, bei den anderen steht es halt nicht explizit mit dabei. Ich möchte das Risiko nicht eingehen, mit einem nicht Lunar-Rated Heat Shield loszufliegen und dann hemmungslos zu verglühen. So. Decoupler, zack. Gleicher Kram in Grün. Habe ich so das Gefühl? Ja. Gleicher Kram in Grün. Mist. Okay. Ha. Okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir nehmen jetzt mal den Heat Shield näher ran und schieben den Decoupler ein Stückchen weiter runter. In der Hoffnung, dass sich das dann nicht verhakt. Da scheint irgendwas nicht ganz original zu sein. Also, den. Da gibt es noch einen Decoupler, das ist korrekt. Aber der ist fürs LOK Service Module, also fürs Lunar Orbital Command Dingsbums. Das ist irgendein anderes. Frag mich nicht, wo es ist. Auf jeden Fall nicht unseres, weil das ist ein OK Service Module. Da ist das LOK Service Module. Also Lunar Orbitalski Command oder so. Das brauchen wir später erst. Und dafür ist der andere Decoupler da. Und der hier ist für die 7K-Geschichten. Ba, 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 ba. So, folgender Versuch. Also ich würde das hier erstmal sauber bündig setzen. Dann das hier ran. Und das daran. Jetzt können wir auch mal gucken, woran das eigentlich angedockt ist. Und Mr. SecSD, vielen lieben Dank für dein Follow. So, und jetzt müsste ja eigentlich das andere Modul mit runterrutschen. Jawohl, tut es auch. In der Hoffnung, dass wenn wir die Trennung sauber auf die Höhe setzen, dass es dann auch funktioniert mit dem Decoupling. Das sieht jetzt natürlich nicht so schön aus. Wir können aber beim Hitzeschild die Shroud ausschalten. Die brauchen wir nämlich gar nicht, eigentlich. Die stört uns ja nur. So, jetzt gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Weil eigentlich ist jetzt nichts mehr im Weg. Mal gucken. Mal gucken, ob es funktioniert. Dum, 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 dum. Na? Laden, laden, laden. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Also ich bin nicht ganz so gespannt wie bei der Mondlandung, muss ich zugeben. Ich würde es jetzt gerne nur zum Funktionieren bringen. Wie oft der arme Juri und der arme Alexei heute rotiert das aber hier. Können wir das mal ganz kurz stabilisieren? Das wäre total nett. Sehr schön.
Ich warte mal kurz, dass es still steht. Gut. Was da alles für Pnübbels dran sind. Hat bestimmt alles einen Zweck. Das hier ist auf jeden Fall der Dosenöffner. So, und jetzt öffnen wir die Dose mal. Ah, ich bin wahnsinnig. Aber irgendwie so halb. Doch, sieht besser aus. Tatsächlich sind wir diesmal abgegangen. Oder? Ja. Wir sind ab. Die Dekapplerstärke ist halt einfach echt wenig, aber wir sind ab. Ha! Wir haben uns getrennt. Sehr schön. Sah im ersten Moment tatsächlich nicht so aus, aber es hat gereicht. Okay, diesmal saure Abtrennung. Check. Gut. Sehr gut. Müssen wir jetzt nochmal testen? Ist eigentlich scheißegal mit dem Heat Shield. Das passt. Das hat sogar mit dem Service Module gepasst. Das heißt, es sollte so auch hinhauen. Nee, wir müssen es nicht nochmal testen. Ja, also wir müssen es auf jeden Fall vor der Atmosphäre absprengen. Bei so geringer Trennkraft. Und dann einfach hoffen, dass es funktioniert. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Dann wird es sehr heiß beim Wiedereintritt. Aber wird nur sehr kurz sehr heiß. Dann explodiert alles und dann ist auch vorbei. Gut, dann Sojus-Kapsel-Check. Ja, mal gucken, wenn ich das finanziell so sehe. Vielleicht, wenn ich mit allem fertig bin, haben wir noch genug Kohle, um original zu arbeiten. So, Sojus. Adapterblock R7. Na kommt, für 2000, da müssen wir jetzt nicht knausrig sein. Zack. Oh, da kann man sogar noch verschiedene Sachen einstellen, steht da. Okay, Black und White. Naja, immerhin, Black und White. Gut, das ist unser Adapter, um das auf die Rakete draufzuschrauben. Und jetzt versuchen wir mal, so gut wie es geht, eine echte Proton-K nachzubauen. Ich habe mir hier mal eine Wikipedia-Seite aufgemacht. Damit fangen wir jetzt heute mal an. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und wenn ich mir das dann alles leisten kann und das hingebaut bekomme und dann noch Geld für die Solarpaneele übrig habe, dann lasse ich mich vielleicht dazu hinreißen, das noch zu tun. Ach so, Mist, wir müssen ja die Dinger auch noch kaufen, ne? Soyuz Fairing Alternate. Weiß ich nicht. Fairing Alternate. Wollen wir ein Fairing oder ein Fairing Alternate? Was ist der Unterschied? Fairing for Soyuz 7K, TAF und ASTP. 7OK und 7KT. Ich habe keine Ahnung. Ich kaufe hier steht Longer Ones. Wir sind aber ohne das Orbital Module unterwegs. Also würde ich jetzt erstmal von dem kurzen ausgehen. Das Risiko gehen wir jetzt einfach mal ein. Ja, groß genug. Definitiv groß genug. Jetzt müssen wir es dann nur noch ranbekommen. Ja, so muss das, glaube ich, oder? Warum hasst du mich so, Spiel? Ah. Cool. Oh, da könnte man sogar noch. Habe ich sowas? Oh. Apollo? Gemini? Apollo? Mercury? Habe ich nicht. Das tut mir leid. Ich hätte gerne ein Launch Escape System drauf gebaut, aber wie seht ihr das so? Wäre das okay für euch, wenn ich ein amerikanisches nehme? Ich habe leider nur amerikanische Launch Escape Systeme offensichtlich. Ach, wer braucht schon ein Launch Escape System?
Ist auch ein bisschen weit unten, ne? Safety first. Zu teuer, zu teuer, zu teuer. What the fuck? 175.000. Oh, what the fuck. Das hat sich gerade wieder erledigt mit YouTube-Monetarisierung. Entschuldigung. Mercury oder Mercury? Mercury kann ich mir leisten. Mit Stock MK1-Pod. Die Amis verkaufen es dir für viel Geld. Ja, offensichtlich. Für 175.000 Rubel. Die sind ja wahnsinnig. Ich nehme das kleine, die kleine Silvester-Rakete. Ich will es mir mal angucken. Oh Gott, schon wieder 8.000 Mech. Das ist wahrscheinlich eher lächerlich, richtig? Ja. Wo ist denn meine Rakete eigentlich? Wo ist denn eigentlich mein Pod? Da unten. Ich habe ja so das Gefühl, dass das Fairing einfach auch ein bisschen groß ist für das, was ich hier treibe. Da können wir nochmal eine echte Rakete oben drauf bauen, ehrlich gesagt. Ist ja auch eher so ein Alibi-Launch-Escape, ne? Gibt's keinen Soyuz? Das erforscht man wahrscheinlich einfach erst später. Was? 175.000 Dollar? Das ist unverschämt. Ja, das Fairing ist wahrscheinlich für den Orbiter dazu. Jetzt ist echt die große Frage, ob wir mit diesem Fairing hier glücklich werden. Und wie denn ein normales... Und das hier können wir uns, glaube ich, auch sparen. Das sieht scheiße aus. Tut mir leid. Es gibt doch irgendwo Soyuz Fairing Wall. Lasst uns doch mal das hier ausprobieren. Ja, läuft. Womit habe ich das verdient? Womit? Also, wir nehmen jetzt das hier. Oh Gott, das wiegt was? Eine Tonne? Das wiegt mehr als eine Tonne. Ja gut, wir nehmen dieses 1 Tonne schwere Fairing, weil uns irgendjemand dazu gezwungen hat. Warum hasst mich mein Leben? Das macht es nämlich viel einfacher, zum Mond zu fliegen. So, jetzt kommen wir aber mal zu der Proton, die wir eigentlich bauen wollten. Also, die Third Stage ist angeblich... Third Stage Durchmesser 4,15. Mal gucken, ob das, also jetzt mal gucken, ob das mit unseren Modellen hier übereinstimmt. Ob ich das so bauen kann. 4. Nein. Das stimmt so gar nicht überein mit dem, was wir hier treiben. Interessant. Okay, damit helfen uns die Wikipedia-Angaben nur sehr eingeschränkt weiter. Wir werden mal mit den Diametergrößen arbeiten, die hier dazu passen. Das wäre dann so 2,5. Länge angeblich 6,5 Meter. Auch das wird dann natürlich nicht so richtig gut funktionieren. Aber wir probieren jetzt mal, was geht. So, und wir sagen jetzt, wir behaupten jetzt einfach mal, das wäre ein Service-Module. Und darunter haben die lieben Sowjets das RD-0212 gehängt, das ich nicht habe. 0210. Ärgerlich. Third Stage of the Proton Series Launcher 0231. Ist ja prinzipiell auch nicht falsch, ne? Wie lange brennt denn das so? Das hat überhaupt keine Werte. Das kostet auch nichts. Echt jetzt? Kostenlos? Schiedsrichter, was sagst denn du dazu? Kann ich es mir angucken? Ich weiß nicht, was da los ist. Aber guck mal. Partname?
RN Proton RD0212. Laut Wikipedia RD0212. Es ist das, was ich suche. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, dass es nichts kostet. Wie sieht denn das der Schiedsrichter? Darf ich mal auf diesen Knopf drücken, um zu gucken? Vielleicht bekomme ich es euch tatsächlich kostenlos. Dann habe ich auch mal Glück gehabt in meinem Leben, ne? Vielleicht hat es dann auch Werte, mit denen ich was anfangen kann. Ja. Aber auf jeden Fall scheint es das wohl zu sein. Und dann ist das hier das Second Stage. Das wäre nämlich ein 0210. Und das ist dann. Achso, das ist 0210. Ja, komm, wir kaufen das jetzt. Der Schiedsrichter hat nicht Nein gesagt. Okay, es hat tatsächlich nichts gekostet. Uah, ist das groß. Ah. Okay, das scheint von der Skalierung wohl so auf diese 4,15 Meter. Ich teste das mal. Es ist sogar größer als 4,15 Meter. Ein wunderschön modelliertes Stück, oder? Das hätte ich auch noch hinbekommen. Ja, das hilft uns jetzt, glaube ich. Also gut, dass es kostenlos war, aber es hilft uns jetzt, glaube ich, in der Situation nur sehr begrenzt weiter. Gut, wir improvisieren mal unsere kleine Rakete. Also, zurück zu einer Größe, mit der wir arbeiten können. Schade, lässt sich nicht 1:1 umsetzen. Also, so sieht es ja optisch mal zumindest so aus, als ob es passen würde. Man könnte es natürlich auch ein bisschen dicker machen. Wartet mal kurz. Theoretisch müsste das funktionieren, dass ich das hier über dieses komische Knüppelstück drüber schiebe. So. Und dann einen Ticken schmaler mache. Ne? 3 Meter war schon irgendwie okay. So. Jetzt haben wir hier ein Triebwerk in der dritten Stufe, was 613, also jetzt nehmen wir mal die Werte, das macht 613 Kilonewton Schub bei 325 Sekunden, nee, das ist der Specific Impulse, bei 238 Sekunden Burn Time. Jetzt vergleichen wir das doch mal mit Freund Blasebalg hier. Nicht schon wieder alles anklicken. Das hat 584 Kilonewton Schub. Gut, man kann nicht alles haben. Und brennt 238 Sekunden. Das ist zumindest die Brennzeit stimmt. Bisschen weniger Schub. Ja, gut. So, was haben wir da für Engine Configs? Warum lässt er mich das nicht machen? Warum sagt er mir nicht? Normalerweise sagt er doch. Warum ich das nicht nehmen kann. Aber. Hier sagt er, ich kann es einfach nicht nehmen. Aus Prinzip. 211 wäre zumindest ein Ticken näher dran als 210. Den Tank der Proton 1:1 gemodelt. Third Stage Fuel Tank. Ja, aber ich habe so die Befürchtung. Gibt es, aber ich habe Befürchtungen, wie die Größe aussieht. Wir können es mal probieren. Wisst ihr was? Ich lasse mir jetzt mal drauf ein. Ich spare ja gerade ein bisschen Geld mit den Links. Ich befürchte, dass das jetzt aber wieder 4, irgendwas 1000 Meter sind. Meint ihr, das muss so? Na gut, da wäre ein Loch, was passen würde, ne? Irgendwie passt es ja da rein. Sieht komisch aus, aber irgendwie. Für mich sieht es komisch aus. Wie sieht es für euch aus? Muss man das so tun?
So scheiße sieht die Proton aber nicht aus in den Bildern, die ich hier habe. RD-021. So. Ja, da passt natürlich die Engine ran. Leider. Der ganze Spaß hat jetzt. Hm, 6000 Delta V. Nett. Aber sieht kacke aus, oder? Also, sorry, aber findet ihr, dass das gut aussieht? Das sieht aus wie, weiß ich nicht, irgend so ein Steckspiel. Und das Problem ist, wenn ich jetzt die nächsten Teile kaufe, das wird richtig teuer, ne? 6200. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich weiß nicht, da kommt das. Das ist schon irgendwie cool, aber. Also die Stelle hier oben sagt mir halt einfach nicht zu. Warum sieht das so schlecht aus? Warum sieht das so schlecht aus? Oh, Sond Pharynx, das ist eigentlich genau das, was ich brauche. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie attached das hier? Damit könnten wir es natürlich hinbekommen. Dann Sond war nämlich der Codename für die Dinger hier. Aber wie gestaltet sich das hier? So schon mal. Ich hab's fertig gebaut. Ich glaube, so können wir es lassen. Okay, ich muss mich wohl von diesem Adapterstück da unten verabschieden. Das wird so nichts. Ich brauche ein. Weiß ich nicht. Einen anderen Adapter. Oh, irgendwas leckt. Oh oh. Oh oh. Lass es mich bitte absetzen. Fieses Leck. So. Kurz zwischenspeichern. Also, wir brauchen irgendein anderes Payload. Dingsbums. Ich würde sagen, wenn ich mal hier so gucke, da passt ein Payload Fairing wahrscheinlich drunter. Aber so nicht. Naja, ich brauche irgendwas zum. Zum Dekappeln und wo ich das Ding hier anbringe. Weil das muss ja irgendwo andocken. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Zond. Wir könnten mal nach Zond suchen. Da ist auch der richtige Dekappler, Leute. Und Block D Zond Payload Dekappler. Warum man das auch unter 1000 unterschiedlichen Namen machen muss, ne? So. Die machen mich wahnsinnig. Jetzt gucken wir mal kurz. Nochmal. Ja, noch mehr Geld ausgeben. So, das sollten wir dann nachher nochmal testen. So, jetzt gibt's den hier. Zack. Der jetzt hoffentlich wundervoll in dieses Gerät reinpasst, aber vor allen Dingen auch überhaupt nicht mit dem hier kompatibel ist. Sehr schön.
Block die Block E. Lunar Version of Block E for Vostok Rocket. Ich brauche aber einen für die Proton Rocket. Die. Kann ich das Fairing nicht an die Stage anpappen? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht schreiben sie es anders. Block. Ne. Block D. Okay, ich habe Block D Dingsbums Adapter. Ich quäl. Was denn mit dem Mikro? Piept es? Oh, wartet mal. So, es tut mir leid, dass das plötzlich getan hat. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr piept. Keine Ahnung, warum es das gerade getan hat. So, jetzt muss ich mal ganz kurz ein Safe machen. Ich will mal ganz kurz gucken. Ob es diesen Block D-Adapter irgendwie woanders gibt. Irgendwas, was ich noch nicht freigeschaltet habe. Vielleicht in sowas wie Advanced Construction und ich. Also. Apollo? Gemini? Spacecrew? Saturn. Wie ich es hasse, dass es einfach Notes gibt, wo nur die Amerikaner zurückkriegen. Saturn. Vielleicht für die Saturn. Saturn. Apollo. Atlas. Oh, N1 Block BV Interstage. Wow, ich krieg einen Interstage-Adapter. Total nett. Gut. Da kommen N1 Interstage Adapter. Das ist schön, hilft mir jetzt aber gerade nicht. Integrated Avionics? Nope. Der erste davon war es wohl nicht, der gekauft, der noch nicht gekaufte. Ich guck gleich nochmal, was du meinst, aber. Ha. Ich bin gerade ein wenig am Grübeln. Also wir brauchen irgendwie diesen Block D für die Proton K. Block D1. Block D Upper Stage. So, ich guck grad mal. Die Block DM. Block DM. Nö. Block. Was meintest du, das noch nicht gekaufte? Das da? Oder auf was willst du hinaus? Das Problem ist, es gibt die ganzen Blöcke für die. Ich kann den auch noch kaufen. Die 1500 machen sie jetzt auch nicht mehr fett. Sieht ziemlich ähnlich aus wie das andere Ding. Setzt ein bisschen weiter oben an. Und nimmt wahrscheinlich auch kein Fairing auf. Bei meinem Glück. Nee, tut es nicht.
Es würde aber sehr gut zu dem Third Stage. Oh, komm. Third. Also zu dem Aufsatz hier wird es sehr gut passen, irgendwie. Gefühlt. Wobei das Ding immer tiefer rein sinkt. Löst aber nicht unsere Probleme. Wo kommt das Ding ran, ey? Block. Können natürlich einen Block E dazwischen hängen, aber das ist eigentlich nicht die Idee. Moin, ja, passt auch nicht. Block haben wir, Sond haben wir, Proton haben wir. Und Sojus. Mehr Schlagworte fallen mir jetzt auch nicht ein. Ba-ba-ba-ba-ba. Okay, also ich glaube, das ist prinzipiell keine schlechte Idee, das zu haben. So, was wir jetzt mal machen könnten, vielleicht hilft uns ja die gute alte Verschiebemagie. Das wäre jetzt noch so eine Idee. Also, zack, zack, zack. So, jetzt wird das natürlich gleich ganz hässlich. Ja, wartet mal. Entschuldigung. Erstmal hier ran. Komm schon. Sei nicht so zu mir. So. Jetzt schieben wir die Dinger einfach mal auseinander, bis das optisch Sinn ergibt, was wir hier tun. Super. Das hat richtig gut funktioniert. So. Nope. Nope. Jedes Mal, wenn es anfasst, verrutscht wieder ein bisschen. Sehr schön. Ah. Warum? Warum? Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte mit dem Verschieben, aber irgendwie möchte er das nicht, so wie ich das möchte, zumindest nicht. Zack. 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 Ja, jetzt. Nein. Ah. Warum nicht? Ich hasse dich. Mist. Ja, jetzt ist natürlich so ein endloses Verschiebespiel. Ärgerlich. Ah, sobald man die ein bisschen. Ah. Schade, schade, schade. Das tut so nicht, wie es soll. Das tut nicht so, wie es soll. So,
So, mal gucken, ob wir das noch hingefriemelt bekommen. Das wäre zumindest mal ein schöner Startpunkt fürs nächste Mal. Weißt du was? Wir machen das einfach anders. So, wir machen die einzeln ran. Zack. Zack. Dann nehmen wir uns das Ding hier als Referenz. Ja, wehr dich ruhig. So. Ah, wenn ich jetzt noch ein Launch Escape System hätte und das nicht ganz leicht schief wäre, dann wäre es fast gut. Zumindest sieht man es dann nicht mehr ganz so sehr. So, und jetzt gucken wir mal von den Triebwerken. RD minus 2, nee, 02 irgendwas. So, triebwerksmäßig wäre das zumindest schon mal ein Volltreffer. Gut. Ja, ich glaube, das klingt wie eine gute Idee, was Clayton schreibt. Ich werde mir das mal in der Sandbox angucken. Ihr seht, wohin die Reise geht. Das heißt, wir bauen auf jeden Fall beim nächsten Mal die Sojus soweit fertig. Ich baue das jetzt nochmal zurück. Also ich glaube, bis hier haben wir es. Das ist die Zond, unsere Soyuz 7KL1. Die müssen wir dann nochmal testen, dass das mit dem Decoupling jetzt auch klappt. Und dann würde ich sagen, beschäftigen wir uns nächstes Mal damit, diese Rakete zu bauen, dass wir die Proton K tatsächlich mal mit dem Block D, den wir auch brauchen, hinbekommen. Und in Richtung Mond schießen beim nächsten Mal. Nur für ein Flyby, also wird dann ein netter Versuch. Ja, wir haben jetzt gucken wir nochmal aufs Datum, bevor wir für heute Schluss machen. Wir sind auch schon 5 Minuten drüber, das passt ganz gut. Ja, für alle von euch, die das auch noch in der Aufzeichnung sehen, wenn ihr irgendwie Tipps habt oder so oder Ideen, wo ich den Kram finde, ob mir vielleicht noch ein Mod fehlt, dann sagt Bescheid. Wir haben jetzt den 7. Juni 1961. Ich glaube, ich bin jetzt noch einen Monat, wenn mich nicht alles täuscht, vor Cookie. Ich glaube, Cookie spielt zurzeit im Juli 1961. Das heißt, zeitlich alles machbar. Wir haben noch 74 Tage, bis der Marsländer an seinem Bestimmungsort eintrifft. Ja, dann schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Für heute ist aber erstmal genug. Wir haben ein bisschen was geschafft, auch wenn die Landung nicht so richtig perfekt war. Aber ich glaube, es war mal ein guter Anfang. Und das zeigt, dass es funktionieren kann mit der Mondlandung und Sample Return. Also auch das ist in greifbarer Reichweite. Und beim nächsten Mal heißt es dann Lunare Flyby or Bust. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen und unterhaltsamen Abend. Wünsche euch noch eine gute Nacht. Und wir sehen uns am Donnerstag um 20.30 Uhr, Achtung, auch da eine halbe Stunde eher, zu Hardcore Köbel. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.